Jetzt bist du schön in der Mitte zentriert. So. Traumhaft. Also, wenn alles läuft, Ton immer noch gut, Bild immer noch 1A. Sensationell. Bam! Feel Good Podcast mit dem Crimer. Soll ich dir auch Privat-Crimer sagen, Alex? Ja, voll. Also, ich glaube, am einfachsten Namex. Bist mittlerweile schon eigentlich als Crimer unterwegs, oder? Ja, bei Intis schon, aber so privat stelle ich mich schon nicht so vor. Das ist schon ein bisschen weird. Ja, aber es gibt so Leute. Ja, nein, ich sage eigentlich immer, also du, also weißt, wenn du mir jetzt auch Alex ab und zu sagst, voll okay. Ich finde, das ist wie. Ja, geht beides. Aber der Crimer ist eine Kunstfigur oder ist wirklich nur Künstlername? Nein, ist wirklich nur Künstlername, weil ich heiße ja gebürtig Alexander Frei und der war schon besetzt von einem Fußballer-Legende. So ist es. Und dann habe ich gedacht, ja geil, natürlich ist jeder Artikel über mich hat zuerst gestartet, früher noch mit «Hey, im Fall nicht der Fußballer, sondern der Musiker». Ja, und das ist irgendwie, es hat irgendwie auch nicht so gepasst, weißt du? Alexander Frei und dann irgendwie so glamorous Synthie-Pop am Start. Ja, yeah. Gut. Singer-Songwriter wäre ich mitgegangen, wenn ich jetzt so mit meiner... Ja. Yeah. Wie hat der andere geheißen, wo Papaya gemacht hat? Hat der auch Alexander Frei geheißen? Nein. Markus Alexander. Alexander Mark. Ja, genau, der von DSDS, ja, oder? Nein. Sondern der hat so cheap, so, wie nennst du das? So... Wenn du wirklich das billigste Instrument, wo so einen Beat macht, so bum 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 bum. Fuck. Stand auf dem Fluch. Aber mein Mathelehrer hat auch Alexander Frei geheißen. Nein, der heißt. Schau mal, Christoph, wie der geheißen. Papaya. Ein Song heißt Papaya. Ah, du hast natürlich da jemanden, der so Zeug organisiert. Ah! Eben, das ist die Folge. Der Alexander Markus ist doch der. Der, wo DSDS, erste DSDS. Das ist der Alexander Klavs. Alex K. Shit. Du bist bewandert im DSDS-Gebiet. Mega. Ey, wir haben auch noch den Luca Hennig zu Gast bald. Ah, schon? Der heißt Alexander Markus. Ja. Siehst du? Alexander Markus. Und ich drücke jetzt mal schnell auf irgendwie halt Papaya. Nur kurz, dass man es anhört. Das ist ja schon 15 Jahre her. Überregiert. Ja, hau mal bis vorher. Nach Papaya. Das ist legendär. Das ist ein riesen Hit. Folge mir. Finde ich gut, vor allem der Schnutz ist natürlich. Der Schnutz. Ist gut. Sonst warten wir noch von YouTube pult, weil. Ich nehme an. In Schlund. ja, der Schnutz. Eben drum, also Alexander Frei war schon gegangen, aber dann hättest du mich so auf irgendwie deutschsprachig beschränken, oder? Ja, vielleicht. Und es ist doch immer auch, ich weiß nicht, es ist halt immer etwas Geiles, ein Pseudonym rauszufinden, finde ich. Also ich weiß nicht, du bist ja zwar auch. Wäre mir nicht hure cool gewesen für dich als Pseudonym. Die Leute haben das Gefühl, es ist ein Pseudonym. Schon. Also, wie es adlig, adlig und dann noch, weißt du, die pretentious zwei Pünktli auf dem E. Aber krass, dass die Leute kein besseres Pseudonym zutrauen. Und es gibt viele, die die Verbindung machen zu Mutzenbacher. Mhm. Ich weiß nie, was sie gesehen ist. Eine Edeldirne, irgendwie Porno-Gefilde, was weiß ich. So. Okay. Ältere Herren tun mich oft auf das ansprechen, komischerweise. Okay. Oft weiße Hautfarbe. Und, okay. und darum ist wahrscheinlich irgendwie das alles so, Joel, ja, dann die Leute zwei Pünktchen von mir und dann von Mutzenbecher. Mhm. Haben sie zuerst, als ich noch Schauspiel gemacht habe, haben sie gedacht, ja logisch, der hat sich einen Künstlernamen gegeben, weil er so ein seriöser Schauspieler ist. Und dann, als ich Comedy gemacht habe, hat es geheißen, ja logisch, der hat sich so einen Künstlernamen gegeben, weil aber macht ist man ja da, lustig. Ja, macht man da, also jetzt Schauspieler habe ich im Fall noch sehr selten gehört, macht man da oft, auch als Schauspieler? Ja, aber du dort merkst es nicht. Schauspielerin. Dort merkst du es nicht, weil es ist oft, der Brad Pitt heisst ja eigentlich irgendwie Michael Bradley,
was weiß ich, irgendwas, was ich finde. Der Will Smith ist der Willard the Third, was weiß ich. Mhm. Also logischerweise, irgendwie, was so an Spitznamen zusammenkommt. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Ich finde zum Beispiel glaub auch geil, wenn du jetzt gerade sagst, Brad Pitt hätte, ich glaube, wenn ich ein Schreiner wäre, würde ich mich, glaube ich, Bradley Pitt nennen. Einfach noch so ein Punkt der Pseudonym eingefallen. Das wäre eine geile Visitenkarte. Bradley Pitt. Ich meine, es gibt's ja eigentlich nur bei den Coiffeuren. Und jetzt an der Stelle ich mich wundere, wie heißt dein Coiffeur? Ich bin nicht einmal speziell. Nee. Gino. Gino, okay, das ist geil. Wie heißt deine? Hey, ja, verschiedene. Im Rintal gehe ich immer zum John Hutter, der heißt aber echt so. Ja. Richtige Legende. Steht hinten dran irgendwie Haircutter. John Hutter, Haircutter. Nein, John. Nein, John Hutter, Matrix Hair. Matrix Hair? Ja, aber es hat nichts zu tun mit Matrix. Wieso nicht? Wegen Haarmatrix. Es gibt, glaube ich, einen Teil in der Haar, den man die Haarmatrix nennt. Was? Aber ich habe natürlich schon zuerst gedacht, wow, Mann, das ist ein Kollege, er hat die rote Pille genommen. Nein, die blau, nein, die rot. Aber ja. Er weiss eben, wie die Haare wirklich sein müssen. Das stimmt, ja. Hey, und dann hier in Zürich gehe ich zu zwei, zu Shy and Flow. Die heissen auch einfach so. Ja. Yeah. Und dann noch zu der Simona. Ja. Also, siehst du, wir haben jetzt nicht mal jemanden mit einem Wortspiel gehabt. Ja, yeah. Schon schade. Mir ist noch eingefallen. Wie heisst der Brad Pitt richtig? Schau, er hat es schon rausgesucht. Eben, du siehst, William Pitt war nicht so ein geiler Schauspielname wie Brad Pitt. Das stimmt, Und Jennifer Aniston heißt eigentlich, die hat irgendwie etwas Griechisches. Stimmt, sie heißt Jennifer Anastinakis. Ja. Stimmt. Also, weißt du einfach alle von Friends jetzt, oder einer kennt Brad Pitt? Ja, nicht mehr. Aber noch zum Abschluss mit diesen Frisuren nehmen. Eigentlich sehen ja unsere Frisuren schon so aus, als ob sie einen glatten, also dass unsere Coiffeure glatte nehmen hätten eigentlich. Mega. Ja. Aber ja. Also schade. ich finde deine jetzt, die finde ich Weltklasse. Hey, die hat schon ein bisschen Übung gebraucht. Ja? Nein, ich bin jetzt einfach am Rauswachsen. Also eigentlich vorher ist wirklich so ein klassischer Fukuhila gewesen. Ja. Und jetzt bin ich einfach schon lange nicht mehr gegangen beim Friseur. Aber jetzt ist aber die richtige Mischung von, es ist zwar vorne halb lang, aber hinten ist es richtig lang. Stimmt, ja. Mein kleiner Bruder hat mir morgen schon einen Song geschickt, I Love My Mullet. Yeah. Und er hat gesagt, hey, tu den mal in deine Story rein. Und ich so, okay. Und, wow. Aber du schnutzt noch drauf? Hey, Schnutz habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das Problem ist, ich habe so einen rothörigen und in der Mitte ist so genau nichts. Yeah. Und ja, es sieht wirklich aus, als ob ich irgendwie einen Passonsaft getrunken hätte oder so. Ist nicht geil. Manchmal mache ich es. Wenn ich ganz lustig bin. Aber die Zwischenphasen sind dann halt pur unchillig. Ich habe mir ja noch nie eine Fokuhila gemacht. Ich habe die Frisur, die ich habe. Die Leute haben ja das Gefühl, das ist immer ein Witz. Aber die habe ich schon plus minus ernsthaft, weil ich so das Gefühl habe, das ist mein Ding. Aber wenn du jetzt eine Fokuhila machen lässt, ist das mit einer Ironie? Oder findest du das wirklich in dem Moment, das finde ich geil? Hey, nein, das habe ich mir schon voll bewusst gemacht. So, ich mache, wenn ich zum Friseur gehe, dann tue ich mir immer so Bildchen ausdrucken. Weil das mache ich schon seit 10 Jahren. Das habe ich auch gemacht mit so Beckham-Frisuren. Ja, dort hat es natürlich angefangen. Beckham ist, glaube ich, jeder schon zum Friseur gegangen, also jeder Typ. Ein Kamm wäre zwar auch wieder mal geil. Ja. Ein richtig geiler Iro. Nein, aber und dann habe ich da angefangen, einfach immer, bevor ich zum Coiffeur gehe, habe ich mal ein Blatt und einfach Frisuren drauf geknallt. Und so das Problem ist eben, was du den Fehler machst. Ich meine, die Typen da drauf sehen natürlich immer auch fresh aus, weil sie einfach die schönsten Models sind, weil nachher kommst du da hin und denkst, die gehen genau so. Und dann sind dann die meisten zu diesen Coiffeuren und Coiffeuse, die nie gehen, die sind ehrlich und sagen, hey, look. Richtig. Das bringst du mit dem Müll im Fall nicht an. Darum bin ich schon immer zum Gino gegangen, weil der hat mir das auch immer ehrlich können sagen, wenn ich mit irgendeiner Frisur komme, hat er gesagt, los jetzt, merkst du Unterschied zwischen dem Kopf hier und dem Kopf von dir? Ja. Aber ich meine, es finde ich sehr gut und ich glaube, es ist auch eine Sicherheit für die Coiffeure, weil sie ja dann nicht denken, okay, geil, dem tue ich jetzt die geilste Frise an den Klöpfen, die ich je gehabt habe, weil es geht erst gerne. Ich glaube, es ist auch eine Absicherung für die Coiffeure. Absolut, weil, das merkst du auch, weißt, ich liebe ja, zu denen bin ich ja schon gegangen, wenn du gerade keine andere Lösung hast, die Grossraum-Coiffeure, weißt, wo wirklich einfach, hey, sitz mal schnell an und irgendwann wirst du zuteilt. Und
die tun jetzt einfach die schnell, frag mich nicht, 30 Frisuren am Tag, die schnell wegschnipseln, oder? Und zwar eben nicht mit, mit einem grossen Detail. Und wenn du dort mit einem Foto kommst, ist wirklich so, das willst du? Okay, los geht's. Genau, zack, 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 schnell Maschinenlitz, schnell irgendwie da reingeschnitten. Das stimmt. Bei solchen bin ich schon lange nicht mehr gesehen, aber das sind halt auch wirklich Leute, die dann so, ich meine, dort, glaube ich, musst du wirklich nur mit dem Fötterli gehen, Seite auf Null. Also das Fötterli muss sicher Seite auf Null haben. Und einfach so ein geiler Fade, oder? So ein Razor-faded Pompadour. Die sowieso, wo der Coiffeur immer die gleiche Frisur hat, wie die, die er allen schneidet. Den? Ja. Aber ich meine, es gibt so, wie haben die geheißen? Weißt du, so Orinat und so Zeugs. Ja, 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 die gibt es ja immer noch. Eben, wirklich, ja. Genau. Ja, und das ist ja so, das Pendant, und das finde ich aber geil, wenn man irgendwie mal am Reisen ist oder so, wenn du in einen richtig grossen Barbershop gehst, das ist super geil. Bin ich schon lange nicht mehr am Reisen gewesen. Ja, ich auch nicht. Ich definitiv auch nicht. Ja, aber da, deine Frise ist eben noch aufwendig auch. Du musst öfters gehen, oder? Nervt dich es nicht? Wegen der Seite? Yeah. Nein, weil Seite ich gehe so gerne zum Gino. Gehst du gerne? Okay. Mega. Yeah. Weißt du, wirklich einfach Espresso, ein bisschen labern. Yeah. Ich kenne da mein halbes Leben. Okay, das ist geil, ja. Das wirklich ist geil. So ein bisschen freundschaftlichen Austausch. Oder? Und wenn du dann so zu einem anderen gehst, dann hast du auch mal ein schlechtes Gewissen. Hey, weil in der Schweiz gehe ich eigentlich nie. Okay, zum anderen. Sondern es ist wirklich nur so gesehen auf Reisen. Ich bin eben schon lange nicht bei meinem Rindtaler Coiffeur gewesen. Und es habe ich schon mal gemacht, weil ich es einfach mal wachsen lassen habe. Das war kein Problem gewesen. Aber jetzt bin ich schon sehr lange nicht beim Rindtaler gewesen. Dann muss ich immer so planen. Und dann habe ich mal ein bisschen schlechtes Gewissen. Dann denke ich, fuck, jetzt bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Gell? Dann plagt es mir im Fall auch sehr. Das kenne ich. Aber ja, ich muss wieder mal gehen. John, falls du das hörst. Komm wieder einmal. Aber darum habe ich es dann eben gemacht auf Reisen, weil ich dann so gemerkt habe, also weißt, selbst wenn du nur 2 Tage in Berlin bist, okay, gehst dann schnell zum Coiffeur, wenn es gerade ergibt und eine Zeit hast. Aber man sollte schon so eine Konstanz drin haben, ist glaube ich nicht so schlecht. Du wohnst ja nicht mehr dort, sondern in Zürich. Ja. Genau. Ja. Seit etwa, im Fall auch schon etwa 8 Jahren. Ja. Schon eine Weile, ja. Wie ist das so, wenn man auf Zürich zieht, fühlt man sich irgendwann wirklich daheim dort? Oder ist es einfach so, ich bin auf Besuch in der grossen Stadt? Es geht schon eine Weile, bis man so ein bisschen, ich glaube, ich fühle mich immer dann daheim, wenn ich so ein Kollegennetzwerk habe, einfach gute Leute kenne. Und da geht das schon ein bisschen gegangen, glaube ich. Aber seit da fühle ich verrecht und irgendwie. Die letzte ist mir gerade auch wieder mal aufgefallen. Es ist so lustig, wenn man halt im Rindtal aufwächst, dann ist halt so, oder halt allgemein auf dem Land, dann ist halt so zum Beispiel in McDonald's gehen, natürlich etwas crazy-mäßiges und du musst halt ein Auto haben, logischerweise, oder? Und bis du nicht 18 bist, gehst du nie in McDonald's. Und die letzte bin ich einfach so spazieren und während dem Spazieren habe ich gedacht, man, ich hätte schon wieder mal Lust einfach auf so einen Cheeseburger oder so. Das ist schon sehr lange nicht mehr gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich kann einfach wirklich stolpern und ich bin dort. Da flasht einen. Ich meine, das ist mir wirklich so, nach 8 Jahren habe ich gemerkt, das ist schon krass. Aber mittlerweile bin ich mehr so, Mann, ich habe nicht mal einen Balkon. Hast du nicht? Nein, schon ein bisschen scheisse. Ja. Ja. Der Kaffee flasht mir hoch, Mann. Jesus, weißt du, einen? Wirklich? Ja. Willst du nachher nochmal einen? ist gut, easy. Wir können jederzeit. Menge Kaffees flashen einfach extra crazy. Da ist so einer. Geschmacklich? Oder nein, das Koffein, sorry. Ja. Das heisst, dann willst du definitiv nicht mehr. Nein, ich lasse einfach mal bleiben. Aber ja, zum zurückkommen, einen Balkon habe ich keinen. Hast du einen Balkon? Hey, aber nie drauf. Wieso nicht? Wenn man einfach einen hat, dann ist man so. Also ich muss dazu sagen, in Zürich bin ich zu Gast. Dort habe ich nur so ein kleines Wegezimmer. Und da ist nie in der Sonne. Das ist wirklich halt einer auf die Straße raus und einer so an der Seite. Okay. Und wenn die Sonne scheint, dann gehe ich lieber wirklich raus. Weißt? Und ich rauche nicht mehr. Dann ist der Balkon eigentlich nicht überflüssig, aber dann wird er schon deutlich weniger gebraucht. Aber ich weiß zum Beispiel, die alte Wohnung in Basel, wo ich allein gewohnt habe, dort bin ich mega viel auf dem Balkon gesehen. Weil das ist so perfekt bis 7 Uhr oben, im Sommer bis 7 Uhr oben bei der Sonne gehabt, dann ist die verschwunden. Das heisst, du hast warm gehabt und hast dich nicht mehr super erhitzt. Das war recht geil gewesen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist wirklich, weil ich keinen Balkon habe, bin ich einfach so, finde, und ich habe auch keine Dachterrasse. Und dann ist wirklich so,
Aber klar, dann gehst du mehr, raus. Ja, meine erste Wohnung allein in Basel, und dort bin ich jahrelang gesehen, habe ich auch keinen gehabt. Und dort habe ich noch geraucht. Das ist dann übel. Ja, ja, voll. Dann wird es eine schlechte Kombo. Dann rauchst du einfach rein, oder was? Ja, klar. Ja. und vor allem, weißt, das noch, du bist so Anfang 20 und du bist natürlich nicht der Einzige, der raucht. Ja, ja. Und bist aber einer, der schon eine Wohnung hat. Also kommen alle zu dir. Mhm. Und ich weiss noch einmal, habe ich vergessen zu lüften. Und wir sind noch in Ausgang. Und ich komme irgendwann rotzevoll, komme ich heim um 6 Uhr am Morgen, mache die Türen auf und nicht gelüftet. Und es ist einfach der Dunst von mehreren Stunden Rauchen und Trinken ist einfach so direkt gekommen. Und ich habe so aufgemacht, wirklich alles müssen lüften, sofort. Das kann ich mir vorstellen. Ganz übel. Ganz ja, übel. In meiner Wohnung, also ich rauche zwar nicht, aber in meiner Wohnung sammelt sich auch schnell Düfte an, weil es einfach eine alte Wohnung ist. Das klingt jetzt super schlimm. Aber manchmal wache ich so in der Nacht auf und schmecke so, Braten. Also es ist wirklich so, es schmeckt das ganze Zimmer. Und manchmal raucht, glaube ich, meine Nachbarin auch oben. Shoutout an Meli. Liebe Grüße. Und das schmecke ich einmal auch im Badzimmer. Und das ist schon lustig, wenn du wirklich so im Badzimmer reinlaufst und denkst so, wow, Mann, als erstes am Morgen meinst du, du hast ganz Bliff schon reingedrückt oder so, bevor du irgendwie dein Schokoschaumbad nimmst. Aber das ist eben dein Großstadtfeeling, oder? Schon das, noch. Das hast du im Rheintal nicht. Das ist im Rheintal definitiv nicht. Nein. Dort ist jedes im Gärtli und easy und ja, nicht irgendwie da. Das Geilste ist einmal, dort ist dann einmal noch so meine, jetzt kommen wir wieder zurück auf schlechte Gewissen, wir wohnen neben einer Metzgerei. Ja. Yeah. Und ich komme auch so ein bisschen aus einer Metzgerfamilie, also voll viel aus meiner Familie sind Metzger und Metzgerinnen. Okay. Yeah. Und dann, wenn wir manchmal grillen haben am Sonntag und das Fleisch nicht von dem Metzger nebenan kennt, dann haben wir es wirklich, wenn wir nur so gesagt haben, so, hey, sind die Würste vom Metzger XY, dann ist meine Mutter gesagt, und ich so, ja, das ist doch nicht schlimm, du kaufst doch dein Fleisch die ganze Zeit. Ja. Siehst, hochpolitisch. Meine Mutter geht zwar immer zum gleichen Coiffeur, aber manchmal zum anderen Metzger. Und der Nachbarsmetzger, der hat dann auch geschmeckt, dass du nicht sein Fleisch siehst, gell? Der hat es richtig geschmeckt, ja. Nein, es ist schon lustig, wie ich habe so Sachen einfach an mich gesehen. Also so Zeugs hat man manchmal einfach. Ist auch voll nicht schlimm, ist ja mehr herzig eigentlich. Ich glaube, sie hat einfach immer nicht wollen, schlechtes Gewissen machen oder so. Aber ist ja klar, dass man nicht immer... dass man nicht immer dort einkauft hat, nur weil es gerne eben dran ist oder so. Ja, weißt du, das haben wir in der Comedy, du in der Musik hast das sicher auch, das haben wir ja die ganze Zeit, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, hey, mega lustig gesehen, kennst du Charles? Das ist mein Lieblingskomiker. Weißt du, es ist immer so ein Kompliment, wo, wo noch, aber irgendetwas dazukommt, oder? Okay. Das ist so wie wenn du sagen, die Metzgersnoppen würde sagen, die Fleisch ist mega geil, aber die Würst, die nehme ich immer von dem und dem Metzger. Ja. Ja, das stimmt. Ja, da muss man schon aufpassen. Aber ja, Würste sind auch so ein heikles Thema halt im Kanton St. Gallen. So angeblich hat mein Grossvater die beste Würste im Rheintal früher noch gemacht. Ich habe es einfach nie gehabt. Yeah. Aber das Word on the Street war, dass er die beste Würste macht. Yeah. Und dann gibt es so ein paar Ausgaben, dann weiss man schon so, zu wem man die Olma Bratwurst holen geht, geht man dann schon wirklich nur zum Ritter auf Altstädten oder so. Yeah. Das ist schon so ein heikles Thema. Das ist hochpolitisch. Das ist wie bei euch, wo man die Klöpfer holt. Nein, ich bin nicht einmal, gerade wollte ich sagen, wir sind nicht so eine Wurstregion wie, wie St. Gallen. Definitiv nicht. Das ist schon noch, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und dort, aber grundsätzlich finde ich, hast du fast bei jedem Metzger, in jeder Metzgerei, Im St. Gallischen kriegst du eine gute Bratwurst. Schon, gibt's eine gute Art, voll. Von wo genau bist du im Rheintal? Das ist ein Dorf, das heisst Balgach. Das hat, glaube ich, die grösste Brunnendichte von Dörfern in der Schweiz. Ist immer geil, wenn man so einen Fun Fact hat. Ja, das ist immer ein bisschen erzählt. Das habe ich selber irgendwie über Wikipedia erfahren. Dass, wenn ich im Interviews war, bin, die Leute fragen mich über Balgach, ich sage immer da. Ich glaube auch gemeins. Die Gemeinderätin hat mich mal darauf angesprochen und so. Wo ich denn das eigentlich herrege? Wikipedia. Ja, wie ist das, wenn du zurückkommst? Bist du immer noch so der Bub von Balgach? Oder hast du jetzt auf einmal den
der Status, oh, ich weiß nicht, ob ich noch mit ihm reden darf. Hey, nein, im Fall mega easy. Yeah. Also, pff, nein, ich gehe immer noch. Bei uns gibt es so wie ein Beiz eigentlich, yeah, wo alle anschwirren, wo glaube ich auch die teureren Preise hat wie jede Beiz in Zürich, weil es einfach die einzige ist, wo man reingeht. Es ist wirklich das crazy. Preismonopol, ist es geil. Ist im Fall wirklich verrückt. Aber es ist dort, es ist ein bisschen außerhalb, es ist gerade eine Grenze zu Österreich. Ja. Yeah. Und dort pilgert man ran. Und dort, das Geile ist aber, weil alle dort reingehen, sieht man auch alle immer wieder mal, wenn man dort ist. Ja. Hey, und dort sieht man Kreti und Pletti und man redet mit, also ich rede mit denen normal, ganz einfach. Also würde man dann irgendwie beanstanden, dass ich mit jemandem sozusagen ignorieren. Aber auch die Leute sind... Ich meine, mehr die Leute... Nein, die Leute sind voll easy. Ja, ja, die kommen und sagen, hey, deine Musik schon immer ins Eich gefunden. Aber schön bist du wieder mal da. Aber das finde ich das Geile. Das hast du am Heimatort, das hast du nie so, logischerweise nie so fest. Dort gibt es so eine geile Mischung von irgendwie sicher Anerkennung, aber oft auch eben so Erde. Eben. Voll. Das kannst du viel besser nehmen. Wenn irgendjemand da mal kommt und sagt, ich finde deine Musik scheiße, dann kannst du sagen, ja, ist halt nicht deins, was auch immer. Aber wenn das jemand daheim sagt, dann kannst du ein bisschen drüber lachen. Das heißt so, ja. Und es passiert ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Comedy-Bereich, aber ich meine, so die Negativkritik hört man ja relativ selten. Also finde ich, ich weiß, also, aber ich glaube, außer anonyme YouTube-Kommentare. Ja, ja, ja. Aber sonst ist ja, also ich weiß jetzt nicht, aber nachher schon kommen die, die es einem nicht gefallen hat, kommen glaube ich nicht zu einem und sagen, hey, habe ich den grössten Quatsch gefunden, den ich je gesehen habe. Gibt schon ein bisschen, also so, aber relativ im angenehmen Rahmen. Und manchmal ist es ja auch mega hilfreich, manchmal so Kritik überkommen. Also es ist ja dann meistens nicht zerschmettern und so, hey, was fällt dir eigentlich? Also es ist ja, sondern meistens ist es ja so, hey, das finde ich hure cool, aber wieso kommt bei euch so viel an die Band? Es gehört ich immer. Und ich so, hey, 80s, weisst du? Es gehört ich hure viel, Logo. Ja, das ist klar. Ne? Aber ich habe zum Beispiel mal zu Basel, wirklich, ich bin irgendwann auf Tour gesehen, komme zurück und weiss so, wow, heute so spiele ich zu Basel, voll geil. Mhm. Lauf wirklich so, schön Wetter, lauf so durch die Straße und dann fährt einer so auf dem Velo vorbei und macht so, hey Joel! Und weißt du, ich so, hey, ich bin zu Basel, ja. Und ich tue schon so die Hand heben und dann hat so Kopfhörer angehabt und dann schreit er einfach, wenn wir schon mal lustig. Und sie haben weitergefahren. Das ist die perfekte Mischung. Ah, merci für das neue Material. Ja, dann habe ich es oben auf der Bühne natürlich erzählt. Ja, ja, klar. Und dann hat irgendjemand wahrscheinlich das nicht ganz so wiedergegeben, wie ich es dort erzählt habe. Mhm. Und dann hat er mir mal irgendwann auf Instagram oder so geschrieben, von wegen, geht es dir eigentlich noch, mich so zu beleidigen und bla und bla. Und ich so. Ja, okay, hast du alles verraten über ihn? Oder weißt du, gesagt, übrigens... Ich habe den nicht gekannt. Ich habe den nicht gekannt. Die Geschichte, aber wahrscheinlich ist falsch überliefert worden. Weil das ist so logisch. Ja, du bist mal auf der Bühne und sagst, ey, übrigens, Crimer, geil sich. Mhm. Und danach wird es irgendwann so verdreht, dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, das ist jetzt, der Joel hat mal behauptet, voll. Hat es ein bisschen abfällig über dich geschwätzt. Ja, weißt du, irgendwie so, es wird dich dann immer weiter drehen. Das stimmt, ja. Darum haben wir es am besten gerne machen. Aber stimmt schon, die Leute, also so jetzt die High und so, ist schon relativ, die sind schon so, da flippt man nicht aus nicht und so, oh mein Gott, du bist cool, was machst du und so, sondern mehr so, ah, das ist echt, das tut schon noch gut, ja. Ist echt schön, ja. Aber wenn du ein Konzert spielst, wo spielst du denn im Rheintal? Es gibt im Fall echt nichts, um dort zu spielen. Das ist krass. Ja. Ich kenne aber nur so kleine Locations, wo ich auftreten kann, aber das ist für die Musik. Zum Beispiel so das Diogenes oder so. Oder nein. Das Kino Madeleine. Das Madeleine? Ja. Dort habe ich ein Solo gespielt und Tryouts mache ich immer in der Bühne Marbach. Ah, die Kellerbühne dort, ja. Ah, lustig. Ja, ja. Hey, ja, also ich habe zum Beispiel schon im Diogenes-Theater gespielt in Altstädten, aber es gibt wirklich nicht so ein Club-Ding, dort musst du eher dann, und das ist dann eben so als Junge, es hat vorhin noch den Stoffen, so die Jugend in Wittnau, das ist so ein bisschen die Jugendtreff, ja. Da hat es noch gegeben. Aber sonst gibt es schon wenig. Schon noch, und das ist schon noch für junge Bands und so, das ist schon noch, du musst wie so ein bisschen weiter ausbrechen, dass du irgendwo kannst spielen. Eben St. Gallen ist dann schon mal ein riesen Ding, wenn so als Rheintaler Band, also wenn wir, wo wir so angefangen haben mit der Band, zusammen dort mal, ist das ein riesen Ding gewesen, dass wir können in St. Gallen in der Grabenhalle spielen oder so. Das war so,
Das war okay, der grosse Schritt. Ja, genau. Und ja, sonst gibt es wirklich nichts außer den reinen Bites, wo alle halt immer sind, die haben früher noch Konzerte gemacht, nachher irgendwann nicht mehr. Der Laden läuft jetzt. Kannst du ja auf so 12 Stutz für ein Bier verlangen? Ja, du musst keine Band mehr anstellen. Genau. Ja, und das ist schon ein bisschen schade. Das ist schon ein bisschen, da habe ich immer so ein bisschen traurig gefunden. Und ich habe dann mal eine Konzertreihe gemacht mit ein paar Leuten zusammen im Rheintal, wo dann wirklich so, wo wir Bands gebucht haben, wo cool gewesen sind. Das Problem ist gewesen, ich glaube, die Leute, die es interessiert hat oder hat, sind schon lange irgendwo in einer Stadt am Wohnen gewesen. Also weißt, die sind dann... Ist das so? Ist so der Jugendanteil? Ja, dann nehmen wir die Jugend oder halt irgendwie die, die ähnliche Interessen hatten wie wir, die sind irgendwie dann nicht mehr dort umeinander gewesen. Aber es war gleich geil gewesen. Wir haben eigentlich unsere eigenen ihr Lieblingsbands von der Schweiz eingeladen und wir haben hure geile Abend gemacht und wir haben irgendwie nichts daran verdienen, also einfach haben wir die billigsten Drinks verschüttet auf dem Planet. Gin Tonic hat irgendwie 5 Stutz gekostet, dann haben wir feinen Gin und so. Ja. Also für die Leute, die gekommen sind, ist es, glaube ich, mega schön, für die 17 Leute, die gekommen sind, ist ein mega stimmiger Abend gewesen. Es hat einen riesigen, geilen Garten. Also hure geil. Einmal hat ein Kollege Burritos gemacht und hat in alles Knoblauch rein getan. Also dass der Koriander kein Knoblauch drin hatte, das war ein Wunder. Und dann ist wirklich so eine Person zu mir gekommen und gesagt, hey, ich muss gehen. Ich so, wieso, hat so noch Burrito gegessen? Ich meine, er schmeckt wie ein laufender Knoblauch. Alle da. Ja. Und dann ist er vor dem Konzert heimgegangen, weil er ein Burrito gegessen hat. Ja. Das war schön. Das ist ja Weltklasse. Wie hast denn du angefangen? Vor allem, wenn es keine Locations gab zum Spielen. Bist du überhaupt, hast du oft für dich Musik im eigenen Kämmerlein gemacht oder bist auch vor Leuten spielen? Also grundsätzlich angefangen, wo ich hure Freude hatte, gemerkt, dass ich hure Freude am Singen hatte, also in der Primarschule gewesen. Und dann habe ich eigentlich schon ein Mies gefunden. Wir mussten früher wirklich müssen, so von der ganzen Klasse, ich weiß nicht, ich hatte das auch, aber so 6. Klasse, alle im Kreis und dann hat jeder müssen vorsingen, jeder und jede. Yeah. Und das habe ich schon ein Mies gefunden. Für mich ist es natürlich recht nice gewesen, weil dort habe ich gemerkt, hey, das mache ich eigentlich noch gern. Yeah. Und dann halt mega Backstreet Boys Fan zu dieser Zeit. Wer nicht? Logisch. Und dann habe ich I Want It That Way gesungen und habe gemerkt, schon noch geil. Das macht mir noch recht Spass. Yeah. Und dann habe ich wie versucht, irgendwie so mit Leuten Musik zu machen. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war so eine Kirchentruppe am Sonntag. Und dann habe ich wirklich einfach, also ich bin voll nicht irgendwie crazy gläubig oder irgendwas, aber da hat einfach 20 Stutz gegeben und ich konnte Musik machen. Und dann habe ich einfach am Sonntag in so einer Kirchenformation Red Hot Chili Peppers und so haben wir am Sonntag abgeschmettert. und dann hat es noch 20 Franken geregnet. Also, das Einzige, was ich zu dieser Zeit gefunden habe, es war aber wirklich nur ein Kirchenchor, sondern es war wirklich einfach so eine Leiter und das sind von der Leiterin Töchter und Kinder und so. Yeah. Und so habe ich dann angefangen und dann hat es wie bei uns so irgendwann Band-Workshops gegeben und das war schon recht cool gewesen. Einfach so ein Musiklehrer, der dann wie eine Band zusammenstellt und dann spielt man so ein bisschen. Mhm. Dann sagt er so, hey, jetzt spiele dir mal Johnny Be Good. Hey, jetzt spiele dir mal, keine Ahnung, Nothing Else Matters. Ja. Lauter so Sachen. Und dann hat man dann also ältere Tage diese Sachen. Und aus dem hat sich dann wie so die erste Band entwickelt. Und nachher ist man dann irgendwann so 17 und macht das gleich mit den Kollegen einfach. So ein bisschen so hat es angefangen. Also du hast dann einen geilen Musiklehrer gehabt. Weil Musiklehrer sind ja immer top oder flop eigentlich. Ja, also der Bandmusiklehrer war ein hure cooler gewesen, voll. Das Einzige, was so ein bisschen, er hat immer so ein bisschen das kurze Hosen angehabt. Oder einfach zu weit unten. Und jedes Mal, wenn man sich gebückt hat, hat man so seinen Fudispalter gesehen. Das ist schon wirklich bis heute noch ein Ding. Es ist das Einzige, was ich bemängeln kann, aber sonst war er eine Legende gewesen. Er hat richtig gut Gitarre gespielt. Und hat hure motiviert eigentlich so, dass wir angefangen haben, selber Musik zu machen. Das war auch hure cool gewesen, ja. Und was hast du denn da alles gespielt? Ich habe nur gesungen. Nur gesungen? Mhm. Ja. Aber jetzt spielst du auch? Ja, also jetzt mache ich so ein bisschen, programmiere halt einfach die Synthese und programmiere Schlagzeug sozusagen. Yeah. Programmiere so ein bisschen alles ein und dann auf der Bühne tue ich eigentlich nur lausig Gitarre spielen ein bisschen und vor allem singen. Yeah. Ja. Yeah. Okay, und dann hat er quasi die erste Band geformt. Mhm, mhm. Die hat den geschissensten Namen auf dem Planeten gehabt. Das war eine Zusammenmischung aus drei Putzmitteln.
Breath, Sun und Ajax. Und zusammen haben wir, also aneinander das Breath, Sun, Ajax geheißen. Ja. Und nicht mal mehr Bandmitglieder haben es richtig können aussprechen. Also es war wirklich ungoogelbar gewesen. Aber okay, Google ist dann auch nicht so ein krasses Thema gewesen. Ja. Und es ist einfach, ja, das war der schlimmste Bandname gewesen. Aber ja. Ja, und die ist dann halt irgendwann auseinandergegangen, wo ich dann auf Zürich bin. Und dann bin ich so ein bisschen allein gewesen und habe einfach gedacht, ich mache weiter in Musik und habe so ein bisschen selber angefangen. Wieso bist du auf Zürich? Studieren. Studieren? Ja. Was hast du studiert? Ja, Publizistik und Wirtschaft studiert. Ja. Genau. Und jetzt, ich weiß nicht, schaffst du jetzt noch? Nein, momentan gar nicht, aber okay. Es ist noch eine Frage der Zeit. Ja. Yeah. wie lange das noch dauert, meinst du? Ja, genau. Nein, ich habe so ein bisschen Marketing geschafft und noch eigentlich voll Musik. Yeah. Ja. Nice. Also, dann bist du fürs Studium auf Zürich gekommen und dann hast du auch für dich wieder ein bisschen Musik gemacht. Mhm. Und dann ist es schon recht geil, wie einfach das eigentlich ist. Dass man einfach ein bisschen auf einem Computer umhämmern kann und irgendwie dann drückt man auf die Taste K und hat irgendwie einen Synthesizer drin und dann macht es bum 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 und schon schnell hast du einen Song zusammen wie Papaya, den du uns vorher gezeigt hast. Genau. Ich finde es auch mega faszinierend, wenn du so DJs siehst, wo sie erklären, wie sie da und das Song gemacht haben. Und dann ist wirklich einfach so zwei, drei Mal auf den Synthi drücken und dann sagen, und dann fang ich mal an schieben. Ja, und die geilen Songs entstehen ja manchmal sehr schnell. Yeah. Ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn etwas so aus dem Ärmel rausgeflogen ist. So. Ja, es ist bei irgendwie Bits und Jokes, es ist genau das Gleiche. Genau, ja. Oft ist es so, wenn es die zündende Idee ist, dann ist sie ja gerade da, dann musst du nicht mehr lange rumstudieren. Ja, bei Witz finde ich aber so schwierig, ich finde sich wirklich überlegen, so ein Joke, weißt du, so hinsitzen und sagen so, und jetzt überlege ich mir mal ein paar geile Witze, funktioniert das so? Nein, es funktioniert nicht so. Ich glaube, es funktioniert ja auch nicht so in der Musik, dass du sagst so, und jetzt kommt, heute mache ich die Melodie, morgen mache ich die Percussion, wenn du mal ein paar Sachen hast. Dann kommt er auf einmal in den Sinn, dort könnte ich vielleicht dort könnte ich noch oben durch irgendetwas mit dem Synthi spielen oder so. Aber im Grundsatz entsteht das halt immer Stück für Stück, also bei mir zumindest, aber ich kenne andere, der Frank Richter, tut immer wieder gewissenhaft, gibt er sich wieder so Phasen, wo er sagt, ich schreibe jeden Tag eine Stunde. Mhm. Krass. Und dann schreibt er irgendetwas, weißt du nicht, ob er dann wirklich Jokes schreibt per se, so, oder oft irgendetwas schreibt, damit er im Fluss bleibt und so. Mhm. Aber ich glaube, es geht ja mehr darum, dass die irgendwie nehmen, dieses kreative Eckli oft immer in irgendeiner Art und Weise ein bisschen angeregt und stimuliert ist. Oder? Mhm. Das habe ich jetzt gemerkt, nachdem ich Premiere kam mit dem neuen Programm und wir wieder in Lockdown gegangen sind, habe ich so gemerkt, also meine Kreativität ist null gekünstelt jetzt. Und habe das bei ganz vielen Leuten auch gehört. Dass so ja, weil genau die Eckpunkte, die Austauschfeld, also die Momente, also ich glaube, vor allem noch in der Comedy, also keine Ahnung, ich bin dann auch nur lustig situationsbedingt. Oder keine Ahnung, wenn man dann in ein Gespräch kommt und irgendjemand macht einen glatten Witz oder so, oder ist auch irgendwie, ich hocke nicht daheim und denke, Mann, bist du witzig oder so. Aber das ist das Faszinierende, das habe ich zum Beispiel jetzt im neuen Programm, habe ich eine Geschichte, die ist jetzt mittlerweile recht lang, wenn ich mit meiner Familie auf New York bin, oder besser gesagt, wie meine Mutter mit uns auf New York ist damals. Mhm. Ja. Und dort sind wir in der Schreibferie gesehen. Wir sind zwei Wochen auf Seelisberg in so einer geile Hütte, Haus 1 heisst das. Dort haben wir wirklich geschrieben. Mhm. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen Workshop-mäßig gemacht. Und so. Frank Richter, Charles Anguela, Cenk und ich. Ja. Und du bist zwei Wochen dort und eben, du schreibst und du bist am, was weiß ich, am Überlegen und Zeugs und Sachen und so. Und irgendwie du dich austauscht und sagst, hey, wie findest du das? Und dann gehen wir kurz nachtessen. Wirklich ein oben, sind wir raus. Charlie und Cenk haben gesagt, dort gibt es geiles Chateaubriand. Gehen wir ran. Voll geil. Sind wir dann angegangen. Und dann erzähle ich mir, wirklich oft so im Gespräch, haben wir es irgendwie von verschiedenen Sachen, dann erzähle ich so ganz kurze Geschichten, irgendwie, weißt du, wo wir mal in New York sind, ist das und das passiert. Und dann sagt so der Frank, ja, das musst du erzählen, das ist ein Bit. Und das ist so absurd, du bist zwei Wochen bist genau an dem dran. Und das kommt nie in den Sinn. Mhm. Und jetzt ist es ein großer Teil vom Programm. Und ja, es ist wirklich auf,
ist genau geil. Das, es passiert in dem Moment. Ja, ich meine, so Sachen gibt es genau. Also ich meine, der Mo, der ja bei dir auch schon im Podcast war. Yeah. Schon zweimal leider. Schon zweimal? Wie hat er sich unter anderem Namen reingeschlichen? Bei schon? Matteo hat das. Bei Matteo ja. Ist er dort hingestanden mit dem Velo und hat ihn so versteckt durchs Fenster wollen filmen. Aber natürlich versteckt. Er hat irgendwie durch die Story gesehen, dass der Matteo. Und dann hat er behauptet, er hätte auf die Post müssen. Yeah. Und dann haben wir gesagt, ja, er soll natürlich noch kommen. Geil. Hat er schlau gemacht. Geil. Ja, ich hätte es darum noch nicht in der Story gemacht, nicht, dass der. Aber der Moritz hat Magic Senses, man. Vielleicht hat er es gespürt, dass einfach und taucht irgendwann da auf. nein, aber ich meine, wir haben auch einmal, als ich so ein bisschen am Aufnehmen war, haben wir einfach noch so ein bisschen rumblödelt und gesagt, hey komm, irgendwie es ist so voll der Regner, ist ein grusiger Tag gewesen. Und dann, ich wäre am nächsten Tag wieder so im Studio und dann hat er gesagt, hey komm, wir jammen noch ein bisschen rum, vielleicht fällt uns noch was Geiles ein. Und dann haben wir wirklich einfach so 2 Stunden lang rumgejammt und ich meine, die letzte Single, die ich jetzt rausgebracht habe, ist genau der Song gewesen. Weil, wirklich? Ja, es ist einfach so die ist huere geil. Danke, das ist wirklich einfach so locker, luftig, einfach so. Und dann haben wir so gefunden, Mann, ist da witzig gewesen. Ich so, geil, ich glaube, dann nehme ich den auch auf. Und so zuerst genauso Zeug, weißt so, du, eine Menge Songs hockst du an und denkst, wow, geil, jetzt muss ich schrübeln und machen. Und ich meine, dem habe ich noch nicht mehr so viel machen. Ja. Also mein, der Chor, der ist jetzt zum Frauenchor, also ich frage mich immer Leute, hey, wer ist der Frauenchor? Aber es ist einfach versetzt im und das ist einfach der Mo. Das habe ich gecheckt. Das ist einfach der Mo und ich und nochmal jemand, der dort war. So. Es war schon eine Frau, gewesen, Andrea. Und dann, wir so, fuck, wir brauchen nochmal jemand, weil es tönt nach 9 oder so. Genau. Und den haben wir einfach auch dort gemacht und der ist geblieben. Also. Perfekt. Im Refrain dann. Genau. Und dann nochmal. Geil. Geil. Endlich einmal etwas, was die Leute mit ha. ist das Problem bis jetzt? Ja, keine Ahnung, aber. Können die Leute nicht so gut machen? Ja, das ist ja mein. Leider hat sich wenn ich rede, auch so, weißt du, so, hallo, mit der Nuh. Wie so ein, komm auf, wie so ein Kilby-Moderator. Wir haben ja auch im 2019 haben wir ja eigentlich Tour der Kilby gemacht. Wir haben im Fall fast überall gespielt, wo es ein Riesenrad hatte. Und da ist immer das Ding. Aber das hat ja so ein bisschen einen 80s Groove, oder? Eigentlich schon. Wir haben uns auch immer so, wir glaube oft haben wir so eine, gibt es dann dort kein Nachtessen bei diesen Stadtfestern oder so, sondern ein Buyout, wo du kannst irgendwo kriegst du 20er Nötchen und dann heißt es gut. Und der 20er Nötchen haben wir meistens damit verbraucht, um so Laserschwerter kaufen oder so Brillen, wo so in Neon, verschiedene Neonlichter, weil logisch. So Kabel hast und dann kannst du so Brillen einstellen. Hey, und wir haben gemerkt, wirklich so 2019 ist dann auch in das größere Festival, wo wir noch gespielt haben, ist so ein Gampel gewesen und sogar dort hat es ein Riesenrad gehabt. Wirklich? Ja, am Gampel hat es ein Riesenrad. Wow, am Gampel bin ich immer noch nie gesehen. Ja, ist eigentlich auch so Kilby mit grossen Bands. Ja. Ist eigentlich schon noch ein bisschen das Teil. Und muss ja auch nicht negativ sein, es ist eigentlich so wirklich... Ja, du kannst wirklich, es gibt ja wirklich so eine Meile, wo du halt so Ramsch kannst kaufen und so. Und dann gibt's halt, landest du irgendwann auf dem Riesenrad. Grossartig. Schon noch geil, ja. Tour de Kilby. Da habe ich sehr, sehr grossartige Erinnerungen. Das glaube ich. Das Riesenrad hat für mich, weißt du, Santa Monica Pier, oder? Und gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich es mit den 80er verbinde, aber irgendwie hat es, vor allem, glaube ich, zu dieser Zeit, ist das alles neu, vielleicht neu gemacht worden? Also, ja. Hey, ja, es hat das schon so, also wenn man dann wieder mal drauf geht, ich glaube, das letzte Mal, als ich auf einem Riesenrad war, war ich in Polen, in Danzig. Und wir sind dort, es würde jetzt lügen, wenn ich viele Konzerte im Ausland spielen würde, darum war das eins so von der Vereinzelten. Ja. Und wir sind dort gebucht worden und dann haben wir wirklich schon so gedacht, so, okay, alles ein bisschen schrummelig da. Aber das Line-Up hat huere gut ausgesehen, so huere assortierte, gute Truppen. Und dann ist das wirklich im Fall einfach so eine Deluxe. Also wir sind so gut behandelt worden, es war wirklich crazy gewesen. Also wir mussten keinen Meter laufen. Du bist immer so mit dem Shuttle abgeholt worden und so.
Und dann hat sie es halt immer weitergetrieben, um noch mehr Seich machen. Mhm. Irgendwie, man denkt, boah, das ist so cool da. Und dann sind wir dort wirklich auf einem Riesenrad und man hockt wieder dort innen und es ist echt schon hure geil. Vor allem in einer Stadt, wo du noch nie gewesen bist. Das glaube ich, ja. Yeah. Das ist schon noch geil. Du siehst eigentlich recht viel. Gut, das hure London-Ding, das kostet, London, ja, das kostet ja mindestens 35 Pfund. Schon. Wenn nicht sogar 50. Einfach, dass und das haben sie eigentlich, glaube nur für die Olympischen Spiele oder für irgendein Event, das in London war, haben sie das eigentlich okay. mal aufgebaut. Ja, und dann haben sie gemerkt, scheiße, das lassen wir einfach stehen. Machen sie in Kombi-Packages mit irgendwie Aqua World oder wie das alles heisst. Und der Touri-Renner, oder? Ja, meinst du, viele Engländerinnen und Engländer sind jetzt nicht drauf gewesen während dieser Zeit? Oder vielleicht hätte man gerne nicht dürfen? Ja, keine Ahnung. Die haben die Ohren süß. Also in gewissen Ort, ich weiß nicht, wie es in England gesehen ist, aber ein Kollege von mir, der ist in Irland gesehen, mit dem ist ich glaube, 2 Kilometer Beschränkung gesehen. Ja, ja, voll. Wo du wirklich einfach, du hast knapp um einen Block können laufen ja, und krass, etwas zu trinken geholt. Ja. Und dann haben die Pubs haben dann angefangen mit so Delivery Service, wo du hast können sagen, du willst, weißt du gar nicht, du willst das Bier schon zapft haben. Oder sie zapfen es dir vor der Hütte. Weißt du, okay, mit so einem, mit so einem Wägeli, oder? Mit so einem Truck, wo sie dann okay. den Zapfhahn dran haben. Verrückt, was die Leute so für Ideen haben. Ja, das ist ja das Schöne da, yeah. wenn du siehst, wie kreativ gewisse Leute das stimmt, ja. werden. Ja, ich finde, im gewissen Bereich ist es natürlich dann so, also ich meine eben die ganzen Online-Konzerte ja. und so, sind dann halt irgendwann so gewesen, so... Sind wir recht beschränkt gesehen. Okay, ja, voll. Mega. Aber ja, es hat schon ein paar glatte Aktionen eigentlich gegeben. Aber jetzt ist ja wieder Terrassenfieber, zumindest in der Schweiz. Aber es ist schon noch verrückt. Also wenn du jetzt wieder da runterlaufst und so, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Aber du hast das Gefühl, das Leben ist zurück. Ja, ja, man schaut wirklich wieder so ein bisschen um und denkt so, ah, okay, ja, ja, ja. Ja, ja immerhin. Also ich finde es schön, dass so ein bisschen, wieder ein bisschen spürbar. Leistet, dass du einfach mal Menschen hörst, miteinander schwätzen. Ja, voll. Auch wenn sie sich auf den Deckel gehen, da ja, an der genau. Landstraße. Da sowieso. Auch wenn sie sich da anschreien. Ja, genau. Ja, aber immer das Gleiche. Was du vorher gesagt hast, habe ich spannend gefunden, wegen dem Festival in Danzig. In der Musik kannst du das noch viel mehr als in der Comedy. Nämlich, du kannst bei einem Festival kannst du das Line-up anschauen als Musiker und aufgrund von dem schon ein bisschen wissen, ich habe das Gefühl, die gehen mehr in die Richtung oder die gehen mehr in die Richtung. Das stimmt, ja. Ja, voll. Also du kannst, wieso ist das nicht, ist das schwierig im Comedy-Bereich? In der Comedy ist eigentlich simpel. Es gibt ein paar, die machen Comedy und es gibt ein paar, die sind erfolgreich in dem. Yeah. Also wenn du nicht mehr gebucht wirst, dann ist es meistens in hinteren Kombination mit so Leuten. Ja, okay, aber du bist ja jetzt schon auch einer Report in der Schweiz, der dann zu den Erfolgreicheren gehört, oder? Ich war so, im Amerikanischen war ich wahrscheinlich Feature Act. Weißt du, nicht Headliner, aber so kannst du auf jeden Fall mit aufs Plakat nehmen und verkauft wahrscheinlich noch ein paar Tickets mehr. Gibt es ab und zu, dass die Leute so nicht mit aufs Plakat nehmen? Oder? Also meinst du nur, wenn das Plakat nicht genug Platz hat? So meinst genau. du? Von Mutz. Hey, du kannst da spielen, aber im Fall aufs Plakat schreiben wir dich nicht, gell? Musst du nicht meinen. Was ich gerne mache, es gibt mittlerweile gibt's Open Mics, die auch schon mit Plakat und so arbeiten. Ja, okay. Und dort sage ich dann eigentlich meistens extra, macht mich nicht drauf. Aha. Weil ich wollte eigentlich nicht, dass Menschen extra wegen mir kommen, weil ich gar nicht dort du Sachen ausprobieren. Du willst ein bisschen testen, ja. Hey, durch den Mo bin ich ja auch ein bisschen so, und dann auch durch den Matteo, schon ein bisschen in der Comedy-Game. Also nicht, dass ich Comedy mache, aber ich bin halt jetzt schon ein paar Mal schauen. Ich finde es schon noch geil, ja. Ist schon noch etwas, wo ich vorher nie schauen bin. Und die Sachen eben so es gibt ja einen im Contiki oder an der Langstrasse, bin ich auch schon ein paar Mal gewesen. Ich finde es schon noch cool, wenn sich das ein bisschen, weil eben, ich meine, es gibt ja auch Gigs von kleineren Bands oder so, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Du kannst auch ein bisschen auschecken und so und als Bands kannst du auch ein bisschen ausprobieren. Absolut. Und ein paar rechte bin mir dort immer recht am kaputt grölen, weil ich finde, es funktioniert halt viel besser, wie wenn ich jemandem etwas, also ich lache mich viel mehr kaputt, wenn ich da schauen gehe. Das ist wirklich krass, weil eben ich schaue das auf dem Handy und denke so,
Das ist genau wie bei, ich nehme mehr, packen auch die Leute mehr, wenn es live ist und besser ein bisschen dröhnen oder wenn, wenn man sieht, wie der andere sich einen abschwitzt auf der Bühne, weil er keine Kondition hat. Ich glaube, bei Musik kannst du wirklich eher so eine Energie schaffen, oder? Mhm. Wo wirklich einfach aufgrund von deiner Art auf der Bühne und aufgrund von logischerweise auch Abmischung und all diesen Sachen, voll. Eben das Ganze ein Erlebnis wird. Und ich glaube, bei der Comedy ist noch viel entscheidender, weil ein Bruchteil von dem ist, was du effektiv sagst. Natürlich ist das eine wichtige Basis, aber ich merke schon nur, wenn ich Comedy-Aufnahmen sehe, sei es Netflix oder auch wenn ich selber noch einen Auftritt habe, also, zum Teil ist schon nur entscheidend, ob du jetzt gerade ein Close hast auf dem Gesicht oder eine totale, weil vielleicht ist gerade entscheidender, dass man den ganzen Körper sieht, wenn er sich irgendwie dort gerade anspannt, wenn man das erzählt. Also es sind so viele Details und die kannst du natürlich live, kriegst du dir viel mehr mit. Und ja, das Erlebnis, dass du mit anderen Leuten neben bist, die auch lachen und dass das spezielle Sachen passieren, wo du merkst, dass das erlebt nur ich jetzt, oder? Nicht auf YouTube, ja, hat irgendjemand einen Witz gemacht, oder? Das ist schwierig für Menschen, die es noch nie erlebt haben, denen das zu beschreiben, sonst ist es wirklich oft, entweder hast du es erlebt oder nicht. Genau. Ja, und ich meine, so größere Sachen ist dann vielleicht doch einmal etwas, wo man geht, oder vielleicht als jüngere Teenie mal mitgeschleppt worden bist von den Eltern oder so, und dann da kennst du dann schon mal, aber so eben. Aber ist ja dann nicht, blöd gesagt, nicht deins, oder? Genau. Das macht ja wieder einen Unterschied, wenn du dich entscheidest, du gehst jetzt ein Open Mic schauen. Genau, ja, voll. Dann hast du den Spass, oder? Die finden ja jetzt dann eigentlich auch wieder ein bisschen statt, eigentlich, oder? So es gibt jetzt wieder so zwei, drei Events, langsam aber sicher, auch viel aussen. Und es ist noch spannend, es ist nicht so, meiner Meinung nach, nach wie vor nicht so gedacht, dass man Comedy draussen im Freien konsumiert, sondern eigentlich sollte es ja möglichst klein, eng, tiefe Decke und das geht noch eine Zeit, logischerweise. Aber grundsätzlich finde ich spannend. Hast du früher denn schon sonst Comedy geschaut oder bist du gar nicht im Comedy-Bereich gesehen? Also nicht so, dass ich mich mega krass auskenne. So und so meine Lieblingscomedians habe oder so, da voll nicht. Aber halt so mal der Standard-Touristentrick in New York halt, was so war, muss man unbedingt mal ein Stand-up schauen. Yeah. Und das schon hure geil gefunden, muss ich sagen. Aber da bin ich auch dann ein Rap-Battle. Ist wirklich so, wenn ich es gerade selber sage, dann denke ich gerade so, als ob ich nachher so einer Liste gegangen wäre. So, das ganze. Ja, einen Donut muss ich dann unbedingt noch essen. Und das habe ich zwar nicht gemacht. In York muss man auch mal auf die Fähre gegangen sein. Hast du das gemacht? Ja, also die gratis ist, Staten Island Ferry. Ja, oder? Ja, die voll. Ist weltklasse. Ja, du fährst relativ nah an der Freiheitsstatue vorbei. Ja. Ja, voll. Ein Rap-Battle war recht geil gewesen. Da habe ich wirklich extrem eindrücklich gefunden, weil sie haben wie mit so Games gespielt. Sie haben dann wie zum Beispiel so ein digitales Rad gehabt, wo dann zum Beispiel manchmal so Themen vorgegeben hat oder so. Yeah. Vielleicht gibt es da in der Comedy-Szene genau auch, wo man dann heisst, so, jetzt ist ohne vorbereitetes Programm, ich weiß nicht. Habe ich in Berlin schon gemacht. So wie so PowerPoint-Karaoke. Richtig. Und dort ist so gesehen, dass dir die Z-Liste auf der Bühne gegeben wird. Und zwar also nicht alle Begriffe aufs Mal, sondern ein nach dem anderen. Mhm. Und du machst wirklich zu jedem Begriff machst so, halt so lange du willst. Mhm. Ja, aber im Normalfall, ich glaube so, je nachdem, was mir eingefallen ist, 30 Sekunden bis 3 Minuten habe ich gemacht, pro Ding. So. Und dann wirklich ein völlig absurdes Zeug, so, oder? Wo dann einfach auf so einem Bildschirm kommt, damit es auch die Leute sehen. Und dann machst du die Bitte drüber. Und der Typ merkt eigentlich, du musst nicht sagen, nächstes, ja, komm weiter, sondern der merkt eigentlich, langsam geht es gegen das Ende, okay, kommt der nächste. So. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet im Sinn von, es hilft trotzdem, dass du wie eine Prämisse dir gibst. Und meine Prämisse war, ja, ich als Schweizer in Berlin. Oder? Und da habe ich probiert, alles zu allem einen Bezug zu finden, zu dem, oder? Und dann ist eines natürlich ein Vorgelegter gesehen, wo irgendwie, wie ist es gegangen, warum Diktatur eine doch gute Idee ist, oder irgendwie so. und dann hat gerade an dem Tag eine Abstimmung gesehen in der Schweiz mit ein paar sehr, sehr fragwürdigen Resultaten aus meiner Sicht.
Und dann habe ich es natürlich perfekt können, habe ich denen können zuerst erklären, dass überhaupt über so etwas abgestimmt worden ist. Und dass dann sogar eine Mehrheit gesagt hat, ja, finden wir gut so. Und dann ist wirklich hockst du in Berlin in so einem kleinen Comedy-Club und erzählst denen, warum Diktatur eigentlich eine gute Idee ist. Also es ist logischerweise nicht ganz ernst gemeint, aber es ist irgendwie hast du dann noch den Twist drin. Ja, so Zeug finde ich, also allgemein eben so Zeug finde ich, Karaoke finde ich, PowerPoint-Karaoke oder Karaoke, ich finde sogar nur Karaoke geil. Ich muss gerne nicht. Ganz geil ist Karaoke, wo du noch nicht weißt. Nicht weißt, oh, was du, keine Ahnung. Hey, ja, so ein bisschen, also ich bin wirklich ein grosser Karaoke-Fan. Ja. Und ich bin lange auch eigentlich so ein richtiger Deppen Karaokeist gewesen, sagt man das? Okay, Ahnung. Aber weißt du, so einer, wo die Leute dann, es gibt so ein bisschen die zwei Arten von Karaoke-Leuten. Die einen sind so die Bluffkugeln und yeah, zu denen habe ich definitiv gehört. Weißt du, nur da Lied nehmen, wo du richtig gut kannst. Und das reissen. Dann nailen und dann bist du so, dann schüchterst du die Hälfte ein und bist echt die grösste Nilpe. Und dann gibt es wirklich die, die halt wirklich so grusig singen, dass du Ohrenblüten bekommst. Yeah. Und eigentlich habe ich erst nach einer Weile gemerkt, so, hey, ich glaube, wirklich so das Karaoke-Ding ist auch Fun haben und auch vor allem mal einen Song nehmen, den du nicht so gut kannst. Yeah. Und erst dann habe ich es angefangen zu lieben, weil dann drängst du dich nicht irgendwie im Vordergrund, wie jetzt du den Leuten musst. Einmal bin ich im Karaoke und dann hat es eine gehabt, und sie hat wirklich jeden Whitney Houston-Song so. Also wirklich, du hast gemeint, Whitney Houston steht vor der wiederbelebt. Und ey, es ist, also alle Leute haben sie gehasst, außer deren zwei Kolleginnen, die sie abgefeiert haben. Und wir sind nur dort und denkt, okay, der gibt niemand, drückt niemand das Mikrofon in die Hand. Nein, das willst du eigentlich nicht, beim Karaoke willst du nicht. Mhm. Und ich meine, das ist eine geile Idee, Karaoke. Ich meine, Leute eben genau für die, das ist viel geiler eigentlich. Das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Und da um die Ecke gibt es ein paar geile, also dort Karaoke for you. Sie haben glaube ich auch einfach asiatisches Essen. Also beim Einschnaufen, wenn du Luft holst für I Want It That Way, hast du gerade noch eine Prise Chicken Curry oder Rotz Curry Shrimps in der Nase. Es ist wirklich so. Da hast du auch ich war das letzte Mal in einem Nagelstudio gewesen, an der Langstrasse. Und dort bin ich auch wirklich reingekommen und gedacht, ist es jetzt ein Nagelstudio? Ja. Yeah. Oder ist es ein Shrimpladen? Also ein Shrimpladen. Einfach ein Essen für Tickets dort Thai über den Mittag. Ja. Yeah. Das war jetzt klasse. Ja. Meine Nägel haben dann aber nachher nicht noch Curry geschmeckt. Sag mal, du machst mal Maniküre. Ja, jetzt sind es im Fall, jetzt habe ich, seit gestern habe ich es gerade ab, weil irgendwann wächst es, oder? Also ich habe letztes Jahr irgendwann so angefangen, weil ich gedacht habe, anstatt immer den Nägel so ein bisschen selber anmalen und es sieht dann einfach noch zwei Tage aus, als ob du der grösste Asi wärst, habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich mal da machen. Und dann bin ich auf Bern gegangen und dann hat sie gesagt, ja, magst du gar mit Verlängerung drauf? Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt schon in Bern bin, dann ja. Und dann habe ich so längere Nägel drauf gemacht, das sind vielleicht etwa so gewesen. Wirklich? Also 5 mm, ja, vielleicht so 3-4 mm länger. Und dann, ja, ist das schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen, aber irgendwie habe ich noch einen geilen Twist gefunden, wie wenn man eben mit einer neuen Frise kann relativ schnell so einen kleinen Akzent geben, habe ich gefunden, das ist auch noch etwas Geiles, um irgendwie nicht gerne den ganzen Kleiderschrank irgendwie ändern, ist noch das geil. Das stimmt. Noch geil. Und ja, und jetzt habe ich es aber seit gestern, jetzt habe ich es gerade eine Weile wieder und es ist manchmal schon, ich mache dann immer ein bisschen Pause, zwei Wochen oder so. Ja. Die letzten, die ich hatte, sind wirklich überlänge gewesen und also manche Sachen, du bist dann einfach so, hey, kannst du mal bitte die Bierdosen aufmachen? Du wirst dann so wirklich gehandicapt. Also die Leute, die ein Leben lang das meistern mit diesen Nägeln, muss ich sagen, Respekt. Ich habe früher noch bei Energy Basel geschafft und unser Studio war über dem Studio von Mike Shiva. Ja. Und aus irgendeinem Grund bin ich dort mal am Empfang gesehen. Wir haben irgendetwas mit Mike aufgenommen und habe gewartet. Und das habe ich sonst nie gemacht. Und sonst bist du so schnell so, hey, hallo, bla bla, und bist wieder gegangen. Und dort habe ich gewartet. Und die am Empfang, die hat ohne Scheiß, ich weiß nicht, was das sind, 20 cm oder so. Nein, ohne.
Ohne Spass jetzt, ohne oder? Spass. Ohne Spass. Okay. Wirklich. So 20 cm Nägel gehabt. Ah, das ist überlebt. Das ist eine Überlebenskünstlerin. Absolut. Und zwar sind sie, jetzt behaupte ich sogar, sind ihre eigenen gesehen. Auf jeden Fall sind sie super lang und so Bogen gesehen. Und ich glaube, darum sind sie ihre eigenen gesehen. Mhm. Und die hat, das war die Empfangsdame gesehen. Und dann hat sie so, dann hat sie so eine Tastatur gehabt, so eine Mac, so eine Bluetooth-Tastatur. Und hat einfach die Tastatur in der Mitte vom Tisch gehabt. Und sie ist am Rand vom Tisch mit der Hand gesehen. Und hat so die ganze tippt, oder? Und sie ist gegangen. Sie hat einfach so befahren gestürzt, hat sie mit ihren Nägeln, hat sie tippt. Krass. Und ich sie so dann so gefragt natürlich, sie hat wahrscheinlich schon so angeschissen, weil auf jeder Mensch genau das Gleiche fragt, oder? Ich so, sind das die eigenen? Und irgendwie, tut die ab zu schneiden? Weißt du? Was für eine Frage. Sind das die eigenen? Ja. Sind das ihre eigenen Nägel? Ja, lieb, dass sie fragen. Ja, genau, das sind meine. Und dann, sie würde irgendwie all so und so viele Wochen, würde sie ein paar, ich glaube, ein paar Millimeter würde sie wieder abschleifen oder irgendwie so. Und ich so, ah, okay, und das geht keine Probleme mit dem Tippen. Und sie, nein, dann schiebe ich die Tastatur einfach ein paar Millimeter hinter. Okay, aber das finde ich krass. Also ich meine, ich wirklich, weil, also ich habe dann wie gemerkt, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dann hörst auf, also ich habe dann aufgehört, zum Beispiel Haarwachs nehmen, weil man einfach das Zeug immer dann, weißt du, einen gewissen Rest hast du dann immer noch unter den Fingern, weil du nimmst es ja so mit dem, du tust ja so mit dem Finger rausscoopen und dann haust du es rein und dann wäschst du die Hände und denkst, gut ist gesehen und dann bist du mal eine halbe Stunde später, hockst irgendwie, denkst du, komm, jetzt schäle ich mir noch ein Rüebli, Geis oder so. Und dann schaust du deine Finger an und denkst, oh, was ist das alles unter meinen Nägeln, Mann? Oh mein Gott. Ja, also gewisse Sachen sind wirklich nicht easy. Drum, also Leute, die wirklich so ganz lange... Aber stimmt schon, du tust dann Sachen anders machen. Du tippst anders das Handy. Und wenn es dann auch wieder, zum Beispiel jetzt, wenn ich es wieder kurz abhabe, dann schreibe ich manchmal auch ganz Sachen ganz falsch auf dem Handy, weil du dir ganz anders gewöhnt bist, um den Daumen heben und dann musst du wieder zurückgewöhnen. Yeah. Also es ist wirklich noch verrückt. Das aber glatte Sache. Kann ich jedem mal empfehlen. Es gibt ein paar lustige Sachen. Also eben in Bern kenne ich jemanden, wo dann so wirklich geile Sachen, also die macht dann so, kann ich immer so sagen, ja, Flammen drauf oder Tribals drauf. Ja, logisch. Und wirklich so, also Fingerspitzen, also wirklich so künstlerisch, wie da, und das Zeug draufmalen geht immer am wenigsten lang. Ja. Also einmal bin ich wirklich, unübertrieben, 4 Stunden lang, bin ich dort gesessen und der ganze Nagel, der geht mega lang, weißt, bis er aufbauen ist und drauf ist und Ding. Yeah. Und nachher zu malen und das Künstlerische ist so zack, 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 Viertelstunde, 20 Minuten vorbei. Krass. Ich bin ab zu... Ich bin ab zu einem Örligen in dem, wie heisst es, Neumarkt. Und dann hast du unten, hast du so bei der Rolltreppe, hast du so offen, in dem Einkaufszentrum hast du so offen, hast Money und Pediküre. Hast du einfach so 3 Stühle, die einfach immer leer sind. Weil es ist bei der Rolltreppe, es ist so die schlechteste Location ever. Wo einfach, du siehst nichts anderes als Menschen runter und rauffahren. Und jeder Mensch, der runter und rauffährt, sieht auch die dort hocken. Also du hast irgendwie nicht so mega Bock drauf. Schon nicht so geil, ja. Also ich war auch einmal bei der Bushaltestelle und dann habe ich wirklich 2 Fotos bekommen von Leuten, so hey, ich sehe dich. Dann hast du das gedacht. Geil, schon geil, wenn du ein bisschen inkognito unterwegs bist. Das ist beim Karaoke natürlich etwas anderes. Das ist ja fast schon gewollt, oder? Ja, voll, aber es ist ja dann irgendwie, keine Ahnung, es geht ja dann wirklich nicht um dich irgendwie zu präsentieren. Nein, es geht um den Fun-Faktor, der einfach eh passiert. Voll, also es freut mich im Fall extrem crazy wieder, gut karaoke. Kennst du, das gibt es leider nicht mehr, aber bist du mal gesehen im Karaoke From Hell? Ich kenne es, aber ich bin noch nie gesehen. Ja. Ah, ich kenne ein paar Leute, so bist du mal gesehen in dem Fall? Also hast du mal mitgemacht selber? Ich habe mal mitgemacht. Ah, krass, ja. Und zwar ist es für das SRF gesehen, sogar ich glaube, es ist noch online. Okay. Und dann habe ich eine ganze, ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben, aber das ist so quasi der Schluss gesehen von der Folge. Mhm. Weißt du, es ist darum gegangen, irgendwie Zeugs auszuprobieren. Mhm. Das ist so Louis Theroux für arme Schweizer, so, oder? Und irgendwie Karaoke war ein Thema gewesen. Und am Schluss bin ich beim Karaoke From Hell. Und zuerst haben wir gespielt. Fuck, wie haben die geheißen? Das war quasi die Vorband von Karaoke From Hell.
Und sind aber in England sind sie immer riesig. Und sie haben auch Karaoke gemacht? Young Guns. Ja, der eine eben dann. Wow, schau da. 2012. Jesus fucking Christ. Ah, krass. Ja, die Werbung müssen wir nicht haben. Aber, Young Guns, gibt's die? Ja, glaub schon, ja. Der Schlagzeuger hat dann Led Zeppelin gesungen. Und okay. Hat es gerissen. Sure. Das war so wirklich dead nailed it. Geil. Und weißt du gesungen Wild at Seven, oder was? Nein, war Wild at Seven, so hat es auch die geheißen. Aha, aha. Ah, shit, schau mal an. Hm. Machen wir am Schluss irgendwie, man kommt dann da großartige Performance. Schon topless, das weiss ich nicht. Der ist ja gerne in der... Hast du gedacht, jetzt ziehst du ihn aber durch, okay? Nein, weißt du, was ich gesungen habe? Lenny Kravitz. Ah, schon? Sure? Ja. Okay, geil. Are you gonna go my way? Der mit dem Topless sagt, ich und der Moritz könnten den gerne machen, weil wir sind dann so durch Nest, wenn wir noch auf der Bühne würden, versuchen, so... Ich würde gerne nicht funktionieren. Aber wir haben mal, was nicht, vielleicht hat er die Geschichte auch schon erzählt, aber wo wir, glaube ich, den ersten Gig miteinander hatten, da war im... Also miteinander oder wo du einfach... Nein, miteinander. Okay, also yeah. So der erste Gig. Und dann haben wir im Café Mokka Bar Thun, in Thun, gespielt. Und wow, geil, okay. Geil, wir waren halt so nervös gewesen. Und nach 30 Sekunden, im Fall wirklich... Es ist die Soße nur noch runtergelaufen, wirklich so. Und ich habe nur noch so übergeschaut und der Moritz dort am Sterben und ich am Sterben. Es war recht lustig. Dort haben wir gemerkt, okay, shit, vielleicht ein bisschen weniger Cheeseburgers. Das wäre schon ein easy guter Ding. Weil ich tanze halt hier viel auf der Bühne. Ich jucke einfach rum. Und ich bin schon sehr schnell außer Atem. Hey, und das ist das, was ich jetzt gemerkt habe. 4,5 Monate nicht mehr gespielt. Gestern ersten Auftritt gehabt. Mhm. Wo? Und, im Casino-Theater. Ja. Und ich hab moderiert und am Anfang so eine 10-Minuten-Set gemacht. Und mit Begrüßung haben wir es vielleicht 15 Minuten gesehen. Das heisst, noch nicht viel, weißt du, noch nicht lang. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, fuck, das braucht ja ein bisschen Kondition und Energie. Das habe ich vergessen. Ja, es ist schon krass, wie schnell man draußen ist. Also ich habe es jetzt zum Beispiel nur gemerkt, manchmal bei Interviews oder so, wie ich wieder richtig, also nicht, dass ich viele Interviews habe, aber du bist irgendwann schon mal ein bisschen gewöhnt in einer Promophase oder keine Ahnung. Und jetzt, was die Promophase nicht richtig gibt oder so, dann merkst du, ah Mann, so viel mal und so viel mal Ding gesagt. Und eben auch dort so ein Energielevel, dass quasi, du musst es zuerst auffahren, wenn du eben in einer Promophase bist oder so, dann funktioniert das ja einfach. Dann bist du oft on the go, dann machen wir hier einen Termin. Und dann hast du so einen richtigen Groove, oder? Und danach hat, wenn du nur so vereinzelte Inseln hast, über Monate verteilt, dann ist es so, was muss ich jetzt schon wieder machen? So das ganze System aufgefahren. So auf Sparflamme und es bleibt so auf Sparflamme. So so. Aber wie war dein erster Auftritt? Hey, okay. Also, einfach so, okay. Also das Ganze drumherum habe ich mega geil gefunden. Ja. Also weißt du, wie fühlt es sich so? Also dann nehme ich jetzt einfach so persönlich, wie fühlt es sich dann mal wieder an, wieder machen? Viel weniger speziell, als man meint. Ja. Das ist ein bisschen nach dem Fasten. Back to business. Ich habe mal eine Woche lang gefastet und dann habe ich gedacht, oh, was ist so? Hey, im Fall schon der Döner, habe ich mal. Ich habe schon gewusst, okay, am ersten Tag gehe ich den Döner essen. Yeah. Und das Ding ist ja, dass jetzt schon nicht so voll reingrätschen. Ja. Weil nachher lupft es im Magen einfach, ja. Und dann ist es wirklich so, bist du am ersten Tag mit so einem Äpfel und bist so, okay. Und ich habe es wirklich auch null spektakulär gefunden, wieder essen. Ja, es ist nicht einmal so spektakulär, aber du hast halt gleich irgendwann ist das ja alles abgespeichert. Das heisst, wenn du es lange nicht gemacht hast, das wenn Ivan jetzt richtig gesagt, ich sage, die ersten 30 Sekunden oder so ist mega speziell, weißt, aber das ist dann auch schon gesehen. Und nachher bist du einfach wieder völlig in deinem normalen Modus, wo irgendwann auch Muscle Memory ist, wo einfach so, du regst dich dann halt viel mehr auf, dass du jetzt irgendwie den Joke verkackst, als wow, es hat Leute da. Und das ist ja auch eine komische Situation, es sind nur 50 Leute in einem 350er Saal und sie sind alle verteilt und so. Es ist wirklich halt immer noch eine Zwischenphase, oder? Ja, aber, voll. Aber ich habe mich dann gefreut, weil ich dann, wo ich wirklich gemerkt habe, meine Laune danach ist so viel besser gewesen. Ja.
Auf so grundsätzlich, weißt du? Ja. Ich habe mich zwar aufgeregt über mich und all das Zeugs und so, aber so, ich glaube, so der Grundvibe ist schön andere dann gesehen. Schon cool, ja, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, eben, man verbindet dann vielleicht eben genau den Stress, wo man sich, man macht sich dann halt auch wieder ein bisschen, eben, muss wieder zurück. Ja. Ich weiß halt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es dann so mit verbunden mit, eben schon noch, klar, bei dir gibt es auch Proben und so, und dann muss es ja aber noch richtig tönen und irgendwie, ich mache mir jetzt im Moment, mache ich mir erst so wieder den Stress so, oh, okay, okay, krass, jetzt kommt er wieder, jetzt kriechen da alle wieder aus ihren Löchli raus, ja. Und ja, man weiß ja noch nicht, ob da bestehend ist oder nicht, aber gleich, der Druck mache ich mir gleich schon wieder so und ist so. Mega. Oder? Ja, und das ist das, wo ich dann auch gespürt habe, so drumherum. Der Druck ist ja eben eigentlich gesehen, ah, wie funktioniert eigentlich all das, noch eben die Abläufe, was packe ich überhaupt in Rucksack ein, wenn ich jetzt Auftritt habe und so. Aber so die Grundfreude drumherum ist, glaube ich, schon das Stärkste. Das ist eben, der Soundcheck finde ich viel geiler als sonst. Ich weiß nicht, wie lange noch, yeah, yeah. Aber der Soundcheck habe ich den Shit gefunden. Geil. So, haha! Und sonst ist es so, okay, jo, ich schwätze plus minus so, ist gut für euch. Ja, yeah. Yeah, krass. Dann habe ich nicht einmal gecheckt, dass es bei euch auch einen Soundcheck gibt. Eigentlich habe ich schon klar, jeder redet ein bisschen anders laut. Und ja, jo, ja. Jo, und zum Beispiel, ich habe immer so ein bisschen den gleichen Monolog, wo ich sage, ein bisschen Bass raus und so. Mhm. Weil eben schon nur, vor allem beim Schwätzen, die Stimmfarbe extrem entscheidend ist, oder? Ja, beim Gesang geht es wahrscheinlich mehr ums genau, oder? Das, was du modulierst, aber bei normalen Geschwätz ist es extrem, wie tönt es einfach so halbwegs anständig. Es gibt nichts Schlimmes für mich, das habe ich mal gehabt, wenn ich eine Stunde spiele und es ist zu viel Bass drauf, dann hast du so eine Konstanz, so das ist voll scheiße. Also weißt, das merken die Leute vielleicht nicht bewusst, aber sie merken es. Und sonst ist eigentlich das Gerät auch immer mehr Bass. Ganz kurz die Nase putzen. Wir lassen weiterlaufen. Okay. Willst du noch irgendetwas trinken? Hey, ich langsam lasse den Kaffee so ein bisschen neu, nehmt sonst noch mal einen. Weil es hat mir richtig geil, sind wir geil reingekommen. Jetzt siehst du, sind wir gleich in einem Tief langsam. Und jetzt kann ich mir bei dir einfach ein paar YouTube-Videos wünschen, oder was? Nein, ist gut. Was willst du? Ja, nimmst du die einmal auf, wenn du da mit dir selber spielst, also mit der Band spielst? Wir nehmen alles auf, aber es tönt ganz. Wir haben das noch nie jemandem. Ja. Hey, aber im Fall, eigentlich ist es ein gutes Ding, weil sich selbst dann lassen ist ja manchmal. Also, es gibt ja dann vielleicht. Jetzt können wir ihm zulassen, wie er geil schon nützt. Ja, du lassest den sich wie so das Spiegel halt. Aber das Coole ist, wenn wir dann, wir sind jeden Donnerstag da am Jammen und dann lassen wir das alte Aufnahme wieder laufen und dann sagen, was, wir haben das gespielt, wir können uns gar nicht erinnern und so. Das ist irgendwie, krass, ja, das ist so eine Distanz und ja, manchmal geil. Ist es dann irgendwie noch cool, ja. Ja, da glaube ich. Ja, da ist halt einfach der Faktor Zeit macht da mit der Sache, einfach. Also im Moment ist es vielleicht so, ja. Also die anderen werden immer sagen, jetzt müssen wir mal ein Stück machen und das einüben. Und ich sage, nein, ich will einfach spielen. Ich will nicht einüben. Mhm. Ich will auch nicht, dass es jemand hört. Ich will einfach für mich und für uns spielen. Das tut auch gut. Ich glaube, das sollte ich auch mehr machen. Ich mache es, glaube genau. Also ich tue immer, wenn wir spielen gehen, tue ich halt immer proben. Und dann ist es halt wirklich so, wenn ich es mit so einem, ja, einem Müssen verbunden. Man muss halt proben, so miteinander. Boah, danke vielmals. Bär! Kommt jetzt wieder, du. Nachher. Jetzt geht's wieder raus. Von was haben Sie gehabt? Ja, von meiner Musik, Tonstiegen, die ich da mit meiner Band habe. Eben, dass man auch mal jammen kann. Dass man, da habe ich so ein bisschen aufgehört. Also habe ich früher noch viel mehr gemacht. Du hast auch jammt für sich selbst oder so. Nicht immer mit einem Hintergrund. Yeah. Da ist für ein Konzert nachher. Yeah. Und früher, als ich im Rintal hatte, habe ich noch im Proberaum gehabt. Dann bin ich manchmal, so, kann ich mich noch erinnern, bin einfach so um 12 Uhr in der Nacht so, bin ich raus, ein Velo genommen, bin im Proberaum gefahren und bin gesound und es hat mich anders weggeflasht. Ich habe auch immer einen krassen Tinnitus nachher gehabt. Es ist gut, dass ich es nicht mehr mache. Yeah. Aber und dann hat mein Bruder, wo ich so gegangen bin, hat so gesagt, Alter, du spinnst, Mann. Das ist so eine dumme Idee jetzt. Was machst du denn da jetzt? Wieso gehst du jetzt spielen? Und das hat sich irgendwann wie aufgehört, weil im Proberaum gehen verbinde ich wirklich mit
So, Jungs. Schaffen, quasi. Set durch und dann gehen wir. Gibt es eine Pizza nachher oder so? Dann tun wir wirklich oft einmal die Show durchproben und fertig. Voll. So, ja. Genau. Und das ist schon cool, wenn man es eigentlich so, so wie ihr dann macht. Und dann muss ich, glaube ich, ein bisschen anfangen wieder. Ein bisschen mehr einfach rieseln lassen und mehr ein bisschen ausprobieren. Ja, musst du wahrscheinlich musst du wie splitten. Machst vielleicht mal eine Woche machst effektiv durchproben und eine Woche machst du mal free-floating Jam. Genau, ja, irgendwie. Ja. Yeah. Ja, dadurch, dass halt viel so bei mir so computerbasiert ist, ist dann viel auch so rigide, oder? Dann bist du nicht im Ding hin und hast den Song gebastelt und dann über den jamst dann irgendwie oder so. Ja. Yeah. Aber, Wie tüftelst du neue Songs? Grundsätzlich eigentlich schon seit Jahren gleich. Ich habe mir wirklich so auf meiner Computertastatur rum, die ist verbunden mit dem Synthi. Ja. Und dann ohne Nägel geht es ein bisschen besser. und dann mache ich die Melodie und sing was drüber und versuche einfach so ein bisschen. Hure tönt dazu mega unspektakulär. Du bist ja auch ein von denen, wo es independent geschafft hat. Was meinst du? Wie meinst du? Irgendwie. Also warte jetzt, du hast noch deine geile Kassette. Verkaufsschlager. Verkaufsschlager-Kassette. was ist Move? Das ist Musikvertrieb. Musikvertrieb. Das ist Showlabel. Showlabel? Mm, voll. Das ist einfach ein Indie-Label, ja, in der Schweiz. So. Aber es tönt so nach. Indie tönt halt immer noch irgendwie crazy, coole, unentdeckte Bands, aber Indie heißt einfach auch halt nicht eins von den Major Labels. So. Ja. Und Indies in der Schweiz ist halt vielleicht eher noch schwieriger, die können vielleicht eher noch weniger auf crazy kleine Sachen bauen, sondern müssen vielleicht fast noch ein bisschen mehr schauen. Ja, keine Ahnung. Ich halt einfach irgendwie, ich glaube, als ich das Zeugs gemacht habe, hat mir das schon mal ein bisschen rumgeschickt und so. Und schon ein paar geile zerschmetternde Absagen bekommen, wie das so Usus ist. Aber ein paar in der Schweiz haben an die Disco-Predigt geglaubt und haben irgendwie gefunden, ja, und dann ist es irgendwie etwas. Jetzt, vor allem jetzt in der Zeit, wo ich so zurückschaue, früher habe ich immer so viel halt auch so als selbstverständlich angeschaut. So, cool, ja, es läuft, ist geil. Easy. Es muss so in dem Flow rein sein. Gell? Man kriegt das in eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich glaube, es ist nicht eine überhebliche Selbstständigkeit, aber es ist einfach so eine. Es läuft halt was und man gewöhnt sich so an das. Das meine ich eigentlich. Genau, das ist so selbstverständlich. So, ja, es läuft weiter. Ganz und es ist genau. So wie logisch im Kopf. Weil das passiert ist, wird jetzt das passieren. Ja, so. Voll. Und dann gibt es mal das Pausending, was jetzt von äußeren Faktoren bedingt gegeben hat. Und dann fange ich so jetzt vor allem so anfangen zurückzuschauen. Und sicher auch, weil ich von meinem zweiten Album stand. Und da ist ja so ein bisschen im Ding, vielleicht ist das im Comedy-Bereich auch das zweite Solo-Programm, ist so, jetzt. Es hat mal geheißen von Comedy, ich empfinde es nicht so, aber von der Musik hörst du eigentlich immer, dass es das Schwierigste ist. Ne? Hey, ja, und es ist dann halt schon so ein bisschen, man macht sich halt so den Pressure und dann lässt man zurück und schaut man zurück und denkt sich die ganze Zeit so, ist anders. Und ja, es ist anders. Ja, also ich weiß noch, beim zweiten zwar habe ich sicher die grösste Krise gehabt, die ich jemals gehabt habe, eben in der Erarbeitung, aber wo die dann weggegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt, es ist wirklich viel besser als erste. Ja, und ich weiß halt nicht, du musst mich da finde ich auch mega spannend zu erfahren. Ich meine, wenn man jetzt so ein Comedian wie du ist, wie viele Comedy-Solo-Sets hat man denn schon? Also weißt du, wie viel hast du auf dem Buckel? Ich bin sehr überdurchschnittlich in der Quantität. Ja. In der Qualität bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt gerade habe ich das fünfte in 7 Jahren. Okay, ja. Das ist mega viel. Das ist andere viel. Haben zwei in dieser Zeit. Okay, krass. Ja. Also eins, sagst du, ich habe sogar die ersten zwei habe ich nur 2 Jahre gespielt. Yeah. Und normalerweise ist es so 2 bis 3 Jahre. Okay, krass. Aber es gibt auch 5. Ich hätte jetzt gedacht, da hat man ein heftigeren Pace. Weil eben, so und ich habe dann angefangen, eigentlich jedes Jahr eins rauszuhauen. Und dann ist auch. Dann haben die Leute gesagt, von dem ist jetzt auch nicht zu viel, sorry. Ja, ich verstehe es natürlich auch. Weißt du, weil ein Konzert
wird jetzt wahrscheinlich nicht gänzlich anders sein. Du hast, wenn du ein neues Album hast, hast du noch neue Songs dabei und du machst sicher ein anderes Arrangement und eine andere Setliste und eben bei gewissen Songs findest du sogar, komm, die tun wir jetzt mal irgendwie ein bisschen neu interpretieren und so Sachen. Aber die Inhalte sind ja trotzdem deine Songs, die einfach immer wieder vorkommen, ja? Und bei einem Programm ist es ja dann wirklich einfach gänzlich neues Material. Also in meinem Fall zumindest. Und wenig alte Jokes, die du nochmal irgendwie neu mit rein tust. Und vor allem eben Stories oder so. Das finde ich krass eben. Das finde ich eben das Krasse auch am Comedy-Dasein. Ein Joke, wenn er gemacht ist, ist er vorbei. Ja. Yeah. Und eben genau das ist der krasse Unterschied. Es ist nicht so etwas wie ein Song, wo halt immer wieder der Song löst halt immer wieder Emotionen aus und kann Leute wieder abholen, die vielleicht neue Songs absolut niemand interessiert. Es gibt aber natürlich gewisse Bits, weißt, wo das können erreichen, aber es ist viel seltener. Aber es gibt so einzelne Sachen, von dem habe ich mich dann aber auch probiert zu lösen. Vor allem beim zweiten Programm habe ich viel Parodien drin gehabt und habe so eine Nummer gehabt mit Emojis und was weiß ich. Und irgendwann habe ich gemerkt, habe ich sehr junge Leute im Publikum gehabt, aber es ist wirklich sehr jung. Und sobald eine von diesen Nummern angefangen hat, haben sie das Handy genommen und weißt du, quasi eben ihre Version davon wollen filmen. Und habe gemerkt, das sind alles Nummern, die irgendwie auch online verfügbar sind. Und habe gemerkt, ich muss jetzt schauen, dass für mich, dass ich nicht nur noch das auf das beschränkt wird, sozusagen. Oder? Darf man, also wie reagiert man auf so etwas? Darf man filmen schon? Ja, das ist mir wurscht gesehen. Ja. Siehst, wenn du am Erarbeiten bist, ist es zum Teil etwas schwierig. Ja. Weil, weißt, ich höre dann zum Teil danach und denke, oh shit, das ist einer zu viel gesehen, das hätte ich nicht so gesagt, das würde ich so nicht sagen. Und weißt, wenn das dann quasi die definitive Version ist, wo irgendjemand auf Audio und Bild brennt ist, das kann schwierig sein. Aber im Normalfall, zum Kreis zu schließen, ist schon verständlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nur einmal in Aarau spiele mit einem Programm und jemand jetzt halt dann nicht kann kommen und ich dann ein Jahr später schon mit dem nächsten Programm komme, die sich so ein bisschen nicht verarscht fühlen, aber so finden, ja, aber ich habe das andere noch nicht mal gesehen. Ja. Also, voll. Jetzt, wo man so, sorry, dass ich die so viele Comedian-Sachen ausfrage, okay. Also, vielleicht machen die alle anderen auch. Aber, ich frage dir ein paar Sachen über Musik. Und darum finde ich es noch spannend, aber jetzt, wo man darüber redet, vor allem alle so Comedian-Sachen, die ich auch schon ein bisschen schauen bin. Ich bin mal den Fabian Unterrecker schauen. Ja. Und er hat tatsächlich allen den Pfoten geschüttelt beim Rausgehen. Huere geil. Schon geil, aber im Fall, es hat einfach einen riesen es gibt dann so ein Nadelöhr, wo halt dann so der Ausgang ist. Wo hast du das gesehen? Und das war im Diogenes-Theater in Altstädten. Ja. Yeah. Und dann hat er tatsächlich, hat er jedem so, und noch, weißt du, Leute noch etwas gesagt, so, hey, geiles Outfit oder so. Nein, gefunden. Okay, was für eine Legende, Mann. So eine lustige Idee. Und viele Leute haben sich natürlich auch so gedacht, Alter, jetzt komm, lass mich da raus. Yeah, yeah. Aber viele Leute haben es natürlich auch hure geil gefunden. Yeah, yeah, yeah. So. Ja, lustig. Ich bin mit ein paar Mal, weil ich die Konzertreihe eben auch in diesem Theater gemacht habe, bin ich dann dort immer mal so Zeug. Yeah. Meistens dann mit meiner Mutter, so Heinz Specht, bin ich glaube auch mal geschaut. Immer so geil. Sachen bin ich geschaut eigentlich. Das schon noch, und das ist schon noch geil mit so dem Dörfli-Theater-Vibe. Find ich dann cool auch, um die dann auch, also habe ich früher dann halt nicht gemacht als Teenie oder so, denkst du gerne dran. Das ist eigentlich etwas cooles. Ja, und das macht im Umkehrschluss Sinn, dass auch die Orte, die mega, mega Fun machen, weil es eben so das Dörfli-Theater, zum so nennen, ist ja eigentlich genau das, wo Leute kommen einfach und dann gehst du auch mal etwas schauen, was du sonst vielleicht nicht würdest. Ja? Genau. Und als Künstler findest du es geil, wenn du sagst, hey, ich kann jetzt einfach da mal, eben, wie frisches Publikum, wo jetzt einfach gespannt sind, was ich mache, wo jetzt nicht irgendwie seit Jahren mich verfolgen und finden, da muss ich unbedingt schauen, weil Das ist das Schöne an dem, und im Gegensatz zu der Stadt, wo du viel mehr darum kämpfen musst, dass die Leute kommen. Aber wenn sie kommen, dann kommen sie wirklich wegen dir. Weißt? Also es hat überall seine mega schöne Seite. Stimmt eigentlich, ja. Ja, weiß nicht, tust du die Leute auch die Hand schütteln, wenn sie gehen? Jetzt ein bisschen blöde jetzt ist eben zu blöd. Ich bin sogar ein Hugger, aber nicht alle. Weißt? Okay. Aber ich habe eigentlich die Leute umarmt, weil dann stehst du nachher noch beim Merch stand und so. Und wenn dann irgendjemand kommt und
Weißt du, hat man so als Comedian nicht, für Merch? Nicht einfach so von null auf, so, aber irgendwie so, hey, danke vielmals. Und wenn alle Menschen damit einverstanden sind, was es betrifft, dann umarmt man sich noch. So. Sorry, jetzt nicht geredet, aber was hat man für Merch als Comedian? Also ich habe klassisches Zeugs, wie auf so T-Shirt, Pulli. Ist immer so der beste Joke drauf nachher oder so? Oder? Nein, das habe ich aber nicht gemacht. Okay. Nein, ich habe wirklich nur so viel gut und viel gut Comedian und so Zeugs. Dann habe ich Babystrampler, die laufen wie blöd. Okay, krass. Ja, mit viel gut Comedian für männlich und viel gut Comedienne für weiblich. Ja. Kondom. Da steht viel gut or Comedian drauf. Das habe ich nie verstanden. Da machen auch gewisse Bands immer Kondom. Wirklich? Ja, da habe ich. Ich habe gefunden, kommt viel gut or Comedian. Weißt du? Mal schauen, was es ist. Mal schauen, was es ist. Muss ich sagen, habe ich nie ganz verstanden. Das ist ja okay. Den Merch-Gag. Aber ich habe jetzt wieder so zwei, drei Ideen, weil das ist mal so die erste Welle gesehen. Und ich habe so zwei, drei Ideen, was man noch könnte machen. Okay. Ja. Also Kassettli, hast du gesagt. Hey, Kassettli, ja, wäre ich da nicht. Also es gibt dann dort vielleicht die Fraktion, die den Babystrampler abkauft. Dort ist halt auch so, hey cool, weißt du, meine Tochter hat noch so Tonbandgerät, kaufe ich für meine Tochter. Ja, also, weiß halt nicht, wie. Mittlerweile hast du ja mehr die Tony-Box, kennst du die? Wo du so mit magnetisch hast, so Spielfiguren, die tust du einfach oben drauf. Shit, ja. Und dann läuft einfach, was auch immer läuft. Du müsstest eine Crimer-Figur machen. Ja, oder dann so drauf stehst. Hey, also ich hast schon richtig geile Fritte, muss ich sagen. Ja, ne. Bedankt. Wie lange ist das her? Ich glaube, 18 ist das rausgekommen. Aber du siehst so viel jünger aus da drauf. Ach schon? Ja. Nein, ich habe einfach ein bisschen versucht. gut gefotoshoppt. Aber ich habe natürlich die Frise sehr lang gehabt, den Mittelscheitel, auf dem bin ich schon lange rumgeritten. Ja, ja. Very nice. Als Marketing-Gag. Ja, was hast denn du sonst für Merch? Einfach recht Standard. T-Shirts, Käppli, was habe ich noch? Socken. Nice. Ist der, vom besten läuft, ja. Ja. So normale, also ich habe es nicht, ich habe es eigentlich nie. Manchmal habe ich es auch, wenn ich wirklich keine mehr habe. Ja. Aber sonst gebe ich mir Blöße schon nicht mit dem eigenen Merch. Einfach so, wo Crimer-Schriftzug da ist und da habe ich nämlich mit einer Socke. Die sind ja mega geil! Genau, das sind Socken, das ist eine Sockenfirma aus dem Rintal. Also ich komme gleich da, finde ich eigentlich, komme aus Bargach. Ja, Rona-Socken. Weltklasse. Oh, die bestelle ich so hart im Fall. Eigentlich hätte ich die mitbringen wollen, aber im Schicksal hat es wollen, dass die gut laufen und ich natürlich nur noch Kassetten kann. Ja, logisch. Das ist schon klar gewesen. Du hast eine Kassette mitgebracht und irgendwie eine Minute später sagst du, ja, ich glaube, ich werde sie nicht machen, weil es jetzt nicht so ein Verkaufsschlager. Dann aber ist mir schon klar, warum du vielleicht hast du ein altes Auto oder so. Hast du ein altes Auto? Nein, aber es gibt zwei, drei, drei Orte. Zum Aufstellen ist aber schon etwas. Also mega, ich habe im Fall selber noch einen Kassettenspieler und ich tue schon ab und zu habe ich eine Kassette rein. Hast du Platte? Hast du nur Kassette gemacht? Platte habe ich auch, ja. Wirklich? Ja, Platte habe ich auch. Voll geil, weil Platte drücke ich gerne mal noch auf einen Spieler. Ja, ja. Voll. Ja. Meine Nadel ist kaputt. Also eigentlich war es Moritz seine Nadel gewesen, er weiß es aber auch. Und die ist aber kaputt gegangen. Zu fest gescratcht. Nein. Und seitdem lege ich keine Platte mehr auf, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch einen Song, der heißt Record Collection, und der Moritz hat mich immer damit aufgezogen, dass meine 10 Platten, die ich zu Hause habe, keine Collection Record ist. Collection ist. Ja, genau. Ja, er ist recht stolz auf seine. Aber er hat schon auch eine krasse, ja. Ich habe recht cheapy sozusagen. Ich habe jetzt so 30 Platten und viele sind eben auch so wiedergekauft. Und das ist eigentlich das Schlimmste, das solltest du eigentlich nicht machen. Ja. Eigentlich. Nachdem die Musikindustrie hat ja damals CD gemacht, um die Platten ablösen und hat quasi kommuniziert, werft alle eure Platten weg. Dann ist die CD-Industrie kaputt gegangen. Mhm. Wie ist das gegangen? Gewisse, ich habe mal einen Artikel gelesen, gewisse haben sogar ihre eigenen Vinylpressereien kaputt gemacht, weil sie so auf die CD gesetzt haben. Sony oder so. Und dann ist irgendwann halt das ganze MP3-Zeugs gekommen, Streaming, was weiß ich. Und Plattenfirmen haben gesagt, oh fuck, wir müssen jetzt wieder auf Vinyl setzen. Und haben alle alten Scheiß re-released.
um den Leuten zu sagen, hey, du, wo mal das als Platte gehabt hast, das hast du dann verstampft, dann hast du das CD gehabt, hast es wieder verstampft, dann hast du das Stream genommen. Das musst du jetzt wieder als Platte haben übrigens. Und es hat irgendwie nur zwei oder drei Firmen weltweit gegeben zu dieser Zeit, die überhaupt noch Platte gepresst haben. Ja, ich glaube, Maschine und die Wartelisten sind, wenn du Platte pressest, musst du auch immer mega früh dran sein. Und das ist dann das Problem geworden, genau. weil die Werke sind sehr busy mit den Backkatalogen. Genau, weil Elektro und irgendwie Hip-Hop hat immer auf Vinyl stattgefunden. Und darum sind die Plattenpresser einfach noch so mit dem gut durchgekommen. Und dann sind aber eben die grossen Firmen wieder gekommen und haben gesagt, so, hinten anstehen, wir wollen jetzt schnell 5'000 Stück von der neuen Lady Gaga schieben oder was weiß ich. Und dann wird es natürlich wieder ein bisschen eng. Das stimmt, ja. Ja, eben, ich bin jetzt auch nicht einer, der in Plattenläden geht. Ich kaufe meistens eine Platte in der Ferien. Finde das noch... Ja. Da finde ich noch so etwas Schönes, dass du dann ein bisschen in Plattenläden gehst und dann gehst du ein bisschen suchen und dann kaufe ich was. Und dann kann es auch so ein Secondhand-Ding sein. Aber sonst bin ich jetzt auch nicht so jemand, der eben eine mega gute Sammlung hat. Da muss ich schon recht. Aber ja. Aber es hat gelangt für einen Song, der Record Collection heisst. Ja, voll. Ich glaube, im Fall, als ich das gemacht habe, ich noch nicht einmal eine Plattensammlung gehabt, ehrlich gesagt. Wie ist denn, wo du angefangen hast, Musik zu machen, also um den Sprung zurück zu tun, wie ist deine Verbindung zu dem ganzen 80s-Style und Groove gesehen? Hast du das, ich meine, wann bist du geboren? 89. Du bist noch ein bisschen jünger wie ich. Gar noch knapp in der 80s. Das heißt, du hast es so peripher mitgekriegt wie ich. Nämlich sicher nicht bewusst, aber die Musik hat ja immer noch ein bisschen nachgeschwungen, oder? Dass wenn du dann irgendwie mal Radio gelost hast, ist immer mal irgendein, frag mich nicht, Mr. oder was weiß ich, dann noch gekommen. Und das ist so meine Erinnerung, aber wegen dem habe ich nicht die mega Verbindung zu 80s Musik. Ich glaube, bei mir ist es auch nicht so eine crazy Verbindung zu dieser Musik. Also klar, meine Eltern hatten schon die Rick Astley-Phasen gehabt. Oder sind sie immer noch. Die hört nie auf. Mein Papi hat Rick Astley so gut gefunden. Und ich kann mich wirklich fast jede Autofahrt, die ich mich so erinnere, ist im Fall wirklich eine Rick Astley-Scheibe oder Point Assistance drin gewesen. Also wenn du deinem Vater so eine Rick Astley-GIF schickst, er nimmt es nicht ironiefrei. Nein, null. Das ist Rick Roller gar kein Ding. Und ich habe ehrlich gesagt, durch das hat Rick Astley auch nie ironisch, ich habe es immer geil gefunden. Yeah. Und wir sind dann immer so durch, wenn wir durchs Dorf cruised sind und der Papi Rick nach der Party oder so hat, haben wir dort halt seine Songs gelassen und mitgesungen, schon geil. Yeah. Und so hat das schon mitgeschwungen, aber ich habe glaube irgendwann so ein bisschen gemerkt, dass ich mega gerne halt einfach Musik mit Synthesizer drin habe und da dann nicht per se irgendwie. Ja, schon klar, das ist halt das Instrument oder die Klangwelt, die halt in diesen Jahren, in dem Jahrzehnt mega dominiert hat. Ja. Und dann habe ich einfach auch mal so ein bisschen geschaut, hey, wo kann ich eigentlich so einen Synthesizer her haben? Und ich merke, das ist relativ einfach. Mit dem Computer muss ja nicht einmal so ein richtiges Teil haben, sondern kann die ganze Sache elektronisch bedienen. Und dann hat sich das irgendwie mega gut angefühlt. Das habe ich richtig passend gefunden und es war gerne so gewesen, im Sinne von ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, so, hey, ich will mega noch 80s tönen oder so, ich glaube, das hätte irgendwie nicht so funktioniert, das wäre dann fast kein Schuss in offen gewesen. Nein, es hat ja extrem organisch gewirkt und eben ist wahrscheinlich auch gesehen. Voll, ich glaube nur darum hat es irgendwie Leute gegeben, es gibt jenste Leute halt, die sagen, hey, schon da gsi oder gerade gestern wieder in einem YouTube-Kommentar gesehen, PS, die 80er sind zurück. Also der Hate ist fix noch da. Und ja, voll, ist ja auch voll okay. Seine Sachen wiederholen sich, die Elemente wiederholen sich auch in der Musikindustrie mega fest. Jetzt ist ja momentan, dass eh wieder so aktuell ist. Das wollte ich aber noch sagen. Was ich spannend gefunden habe, ist, dass jetzt gerade einen massiven Boom hat, sozusagen. Und ich das Gefühl hatte, du bist aber nicht in diesem Boom gesehen, sondern eher noch davor. Also bist du ich bin so empor gekommen. Ich bin so wie, also
Ich habe halt wie, also bei mir, was mich halt mega geflasht hat, sind die ganzen Hurt-Sachen. Und ich meine, sie haben natürlich schon krass auch mit dem 80er-Zeug geflirtet. Also es ist zwar eine, das stimmt. Sie ist so, und sie sind ja riesig dann gewesen. Und das dann stimmt. Hat das wieder mega abgenommen. Ich hätte kurz überlegen, wer Hurt sind, weil es ist so schnell also mit, raketenhaft aufgegangen. Ja, und jetzt habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, sie sind immer noch dran, aber es ist halt irgendwie nicht mehr da, was man gesehen ist. Und dann, und das hat dann irgendwie schon noch ein bisschen so Einzug in meine Musik auch gehabt. Das ist eine Band, die ich mega cool gefunden habe. Und dann bin ich so ein bisschen dazwischen gewesen. Und jetzt ist es wieder halt so riesig. Mega. Und es ist halt... Stranger Things, irgendwie The Weeknd und so weiter. Und für mich ist es halt, also... Es ist halt noch mega schwierig, ob es für mich etwas Positives ist oder etwas Negatives. Mhm. Weil ich bin ja eigentlich... Also man kennt mich eigentlich in der Schweiz. Und klar, da bin ich seit 3-4 Jahren am Rumturnen. Aber gegen aussen, dort kann ich mir denken, dass jemand das sieht und denkt, ah, oh, geil, jetzt sind wir einer von denen, der auf den 80s-Train aufgestiegen ist. Na toll. Und so habe ich es manchmal ja genau auch jetzt, wenn ich neues Zeug höre und so. Yeah. Also ob so viel, ob es mir hure viel bringt, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich versuche ich nicht beim Sound relativ viele 80s-Referenzen einbauen. Aber schon so ein paar geile Toms. Müsste schon sein, wenn du ein bisschen am Toren rumfliegen. Schon ein bisschen, ja. Schon geil. Ja, ja. Ich habe es aber gemerkt, bei den neueren Sounds ist es ja schon, also evolved ist das falsche Wort, aber sind auf einmal noch andere Elemente eben dazugekommen, wo... Ja, ich glaube auch, dass man wie so ein bisschen gesagt hat, wenn man jetzt noch mehr auf das vorher hat man nicht auf dem explizit umgeritten, aber man hat einfach die Sounds genommen und ich habe mit dem Album habe ich alles mit einem einzigen digitalen Synthesizer, also, den ich gratis irgendwo runtergeladen habe gemacht und da hörst du manchmal schon auch, das klingt schon gut nach Plastik manchmal, wirklich so die Sounds, denkst du manchmal so und dann hat man vielleicht im zweiten Album vielleicht wirklich gedacht, so hey komm mal schau, dass man die Sachen ein bisschen einfach nimmt und schaut, dass es wenigstens so ein bisschen schöne Sounds und stimmige Sounds sind und nicht explizit man merkt, dass dort jemand hinten dran gesessen ist und gefunden hat, ah ja stimmt, da könnte noch tönen nach so einem Sound. Ja. Und da ist glaube ich schon wichtig gewesen. Ja. Ja voll und jetzt ist für mich natürlich die Schwierigkeit, dass heute habe ich jetzt schon ein SMS bekommen. Wie sieht es so aus mit dem Live-Set? Eben genau das, was wir vorher besprochen haben. Ich bin so, hast du natürlich noch nicht beantwortet. das finde ich auch so ein. Man hat es mega im Kopf, ja, oder? Ja, aber die andere Person hat noch nichts gehört. Ja, ja, so, ja. Aber ich bin schon lange dran. Ja, voll. Ja, ich bin natürlich immer ein, zwei Stunden am Umwerkeln und am Machen und wie es könnte sein. Aber genau. Ja. Vielleicht einfach nicht so einen Pressure machen. Auch. Nein. Was ist der Zeithorizont? Also wir haben ja eine kleine Tour angekündigt, so im November, Dezember. Ja. Wo wir halt also gefunden haben, hey, da könnte, wie so ein bisschen Hoffnungsschimmer, könnte stattfinden. Und ich habe mir jetzt wie gesagt, hey, schau, so ein fixfertige und neues Set will ich dann eigentlich. Ist für mich erst dann parat. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen, eben jetzt spreissen die Sommerkonzerte jetzt mal wieder aus den Böden und jeder kommt wieder. Du musst jetzt mal so wieder ein bisschen auf Abruf sein. Und dort versuchen wir dann sicher ein bisschen Sachen, aber ich habe jetzt auch nicht den Anspruch an mich, dass, also ich habe das wirklich zurückgestellt, um zu sagen, hey, schau, ich glaube, die Leute finden es jetzt auch vor allem auch schön, dass man irgendwo spielt und was macht und es muss auch nicht gerade eine Neuerfindung sein, sondern einfach wieder mal ein bisschen Trico, genau. Alle. Genau. Ich habe jetzt auch gestern nichts Neues gespielt. Also abgesehen davon, dass ich gar nicht wirklich etwas hatte, weil alles immer noch so neu ist. Ja, voll. Weil ich es vielleicht 5-mal gespielt habe vor dem letzten Lockdown. Mhm. Ist mir auch wichtig, so bringt es wieder mal überhaupt auf die Bühne. Voll. Oder? Ja, das ist bei mir genau so das Gleiche. Zuerst wieder mal alle Zahnräder wieder ein bisschen ins Laufen bringen, das Zusammenspiel zwischeneinander und dann. Und so einzelne Songs sind jetzt schon rausgekommen und das zweite Album kommt dann so im Herbst eigentlich raus, so kurz vor der Tour eigentlich. Voll geil. Wir tun jetzt immer so ein bisschen Songs nach Song, aber ich finde es schon noch cool, dass es dann ein Album gibt, weil ich finde das Album so etwas Klassisches eigentlich. Heute gibt es ja die klassischen Mini-EPs und nur Singles. Ja, genau. Yeah. Ich habe gemerkt, so nur Singles finde ich extrem anstrengend.
Ja, vor allem die Leute kommen auch nicht mehr draus. Eben, zu kommst du nicht nachher? Ja. Kommst du nicht nachher und kommst auch nicht wirklich draus? Weil ich denke dann so, ja, ist das jetzt neuer Sound oder nicht? Oder es steht irgendwie 2019. Ja, okay. Vielleicht knapp neu. ja, aber ich meine eben, die ganzen Business-Mechanismen, die dahinter stecken, wo die Leute sind, hey, es lohnt sich einfach. Und da kannst du dann schon sagen, ich meine, es ist immer ein hoher finanzieller Akt, dann so ein Album aufnehmen und Zeit und ob es dann nachher rausholst oder nicht, steht in den Sternen. Darum kann ich schon verstehen, dass viele heute einfach sagen, hey, ich mache Single nach Single und schaue einfach, dass ich jeder, aber ich finde dann eben die Ansprüche an Songs manchmal auch so krass, weißt? Muss denn jeder Song ein Radio-Burner sein? Muss denn jeder Song ein Streaming-Garant sein? Ich finde definitiv nicht. Nein, und vor allem, eben, ich glaube, die schaffen die Werke als Künstler, kriegt ja auch viel mehr Facetten und viel mehr Tiefe, wenn es eben nicht nur auf das ausgelegt ist, oder? Weil durch das kriegt ein Hit, eben so ein Radio-Burner, kriegt eine andere Bedeutung, weil man sieht, aha, aber es könnte auch das sein und es könnte auch das sein. Oder? Voll, das finde ich mega schön gesagt. Ja, genau, weil also, Musik ist eigentlich Emotion manifestiert in Tönen, nach mehr irgendwie. Und nur so hocke ich mich an und es ist eine Stimmung, die mich leitet, die dann zu dem noch führt. Und dann finde ich eigentlich, dann hat es halt, es hat andere Songs. Und es hat halt mal eine Ballade oder es hat halt mal einen Aufstellersong. Und es kann nicht immer back, zack, Four to the Floor, Party-Modus ist auch an sie. Genau aus diesem Grund habe ich das Gefühl, dass irgendwie so Perlen können verloren gehen, oder? Voll. Weil im Film hast du eigentlich genau das Gleiche gesehen. Früher hast du irgendwie ein großes Filmstudio, sagen wir, sie haben eine Milliarde Budget im Jahr. Ja? Dann haben sie mit dieser Milliarde haben sie etwa 50 Filme gemacht. Ja? Davon sicher 2-3 Blockbuster, aber weißt, also nicht gerade Indie, aber so easy, in Anführungs- und Schlussstrich, 10 Millionen, 20 Millionen, jemand halbwegs bekannt dabei, aber es ist irgendwie eine nette Indie-Komödie oder was auch immer. Ja? Und bei der Musik ist jetzt ein bisschen das Gleiche passiert wie im Film, dass nach ein paar Jahren haben die Filmstudios dann gemerkt, fuck, uns langt eigentlich I, Avengers. Auf irgendeinen riesen Blockbuster. Der geilste Film. ich habe immer noch keinen gesehen. Aber irgendwann, ich habe gedacht, ersten Lockdown habe ich gedacht, jetzt kann ich dir mal alle schauen. Hast du nicht verpasst. Also ich habe immer wieder mal so ein bisschen... Also ich weiß, ich war früher ein großer Comic-Fan, immer so Wolverine und Spider-Man-Comics gekauft als Teenie. Yeah. Und mittlerweile bin ich voll abgekommen von diesen Superhelden-Filmen, halt, weil ich... Also ich finde wirklich so... Ich bin jedes Mal meistens enttäuscht. Ja, ich hatte den ersten Iron Man und ich glaube den zweiten habe ich noch gesehen von dieser ganzen Maschinerie sozusagen. Ja, genau. Aber unabhängig von dem, also weißt du, es kann ja auch James Bond sein oder voll. Irgendwas. Ja, genau. Es ist nur noch der 400 Millionen kostet, aber er spielt dann halt 2-3 Milliarden ein, oder? Und ich habe das Gefühl, mit der Musik ist etwas Gleiches passiert. Und natürlich ist es geil, so einen Blockbuster im Kino zu sehen. Aber ich auch mega freut, eben ab Filmen, die nicht immer gerade nur knallen und grätschen. Und ich glaube, bei der Musik ist das Gleiche. Wenn du nur noch auf Singles und eben auf Hits gehst, ich genieße bei einer EP den Hit und dann irgendeine, zum Teil, frag mich nicht, auf so eine 1,5 Minuten, wo so ein bisschen nach einem Jam tönt, oder? Irgendwie, das macht für mich irgendwie kompletter und facettenreicher. Ja, und irgendwie auch lebendiger. Ich finde, so Zeug kann dann irgendwie schnell so ein bisschen töteln. Mhm. Also, irgendwie so, du checkst gerade den Mechanismus dahinter, oder? Du bist gerade so, okay, ja. Und das finde ich schon schön und dem versuche ich schon noch ein bisschen beizuheben, solange ich kann. Und das habe ich jetzt auch definitiv beim Album gemacht. Im Album habe ich einfach wirklich gemacht, auf das, wenn ich Bock hatte. Und, irgendwie ohne, und die Songs, die ich einfach gerade hatte. Ja. Und, also das ist jetzt schon fertig, voll, aufgenommen, gemischt und so weiter. Genau. Ja. Und irgendwie nicht irgendwie mir überlegt, aber so etwas fehlt noch oder da gibt es noch nicht. Ja, ja und dort hilft es dann wahrscheinlich, dass du ein Indie-Label hast, oder? Weil, genau. Die sagen dir dann nicht. Ja, da habe ich hures Glück, dass ich wirklich einfach
dass ich machen kann, was ich will. Eben. Das ist schon geil, ja. Ja. Das ist voll geil. Ja, weil sonst wär, also manchmal, früher denkst du so, irgendwie schon so ein bisschen, denkst, oh, wäre schon geil, wenn du irgendjemand hättest oder deine Songs schreiben oder so, weißt du. Yeah. Keine Ahnung. Aber dann denkst du wieder auch, hey, ich glaube, da kommt auch sehr viel dabei raus, wo du gerne nicht willst machen, wo du denkst, yeah, da, auf da habe ich echt keinen Bock. Und wenn es um das Musik rausgeht, die Musik, die ich rausgebe, hinter dieser Stande und... Hinter diesem, wie man das, dahinter stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem genau, Namen. Genau. Sehr schön. Hey, vielen, vielen Dank. Eigentlich fast. Wir sind fast fertig. Ich habe noch etwas vergessen. Was hast du da noch rausgesucht, Christoph? Oder bist du auf Facebook? Ich bin einfach so. Ah. Hey, so spannend, die Jungs, Mann. Hey. So, jo, ist jetzt gut langsam, dir mit eurem Künstler geschwafelt. Nein, was machst du? Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ah, du kommst jetzt noch mit so einer... Mit so einem... Irgendwann habe ich angefangen, dass das Schlussfrage zu verwenden. Und wenn es mir gerade einfällt, mache ich es. Im Fall, glaube ich, Pizza holen. Ich finde, Pizza tut... Ist so ein Stimmungslifter bei mir. Wenn ich wirklich mein, letztens bin ich mal um 11 Uhr morgens schlecht drauf gewesen. Dann habe ich gedacht, so, fertig. Jetzt hat er Pizza geholt. Und dann bin ich richtig, habe ich schon auf dem Weg dorthin gedacht, geile Idee. Ja. Yeah. Und bin ich hin zum Pizzaiolo meines Vertrauens und gesagt, gerne Pizza. Und also, mit der ersten halben Stunde Pizza. Ich so, nö. Aber ich finde wirklich, Pizza ist wirklich bei mir ein richtiger Stimmungslüpfer. Lüpfer. Lüpfer. Sehr ja, gut. Ja, das war's von mir. Voll. Was machst du? Sorry, hey, das will ich auch nicht wissen. Ja, das bin ich schon mal gefragt worden. Das sind so viele verschiedene Sachen. Und wirklich, auch je nach Tagesform ändert sich das auch wieder. Aber was ich gemerkt habe, so ganz grundsätzlich, ich dusche immer kalt. Und das, ohne Scheiß, das ist der Shit. Eiskalt? Ja. Yeah. Also im Winter mache ich zuerst warm. Ja. Yeah. Oder zum Teil sogar heiß. Weißt du, das ist wirklich so, wow, pur heiß. Und dann irgendwann Hebel über. Und dann wird einfach ein paar Minuten. Krank. Und mit dem kommst du dann so richtig. Eben so richtig gut fühlen, kommst du aus der Dusche. Mhm. Weil, das hast du sicher auch schon gehabt, wenn du nach dem Duschen ein bisschen kalt hast. Das ist das Schlimmste. Mhm, das habe ich sehr oft. Eben, und das hast du eben nicht, wenn okay, du kalt abduschst am Schluss. Okay. Dann kommst du so, oh, dann kommst du so gestählt. Ich muss vielleicht mal probieren. Das ist so im Kleinen. Dann probiere ich auch so, bewusst probiere ich Sachen zu genießen, die ich eigentlich scheiße finde. Indem ich, weißt du, so Zähne putzen zum Beispiel, ist ja eigentlich einfach gefühlt die Zeitverschwendung, oder? Und meine Bruder arbeitet bei der Zahnindustrie und ich finde, er gibt mir immer so, ja, ja. Er schickt mir immer so, hey, ich kann die Zahnbürste günstiger kaufen, wer will, und dann eben fast ein bisschen so einen Sport entwickelt. Es macht ja schon Sinn, ja, aber wenn ich so finde, hey, das ist richtig dumm, aber das habe ich vom, ich sehe jetzt Blanky auf seinen Namen, von einem lustigen Comedian, Pete Holmes, was er gesagt hat, weißt du, wenn das jetzt das letzte Mal ist, dann genieße es doch mega fest, oder? Und irgendwie ist so, wenn du das Gefühl hast, du hast zum letzten Mal deine Zähne putzen, dann findest du irgendwie geiler. Okay. Weißt? Aber ich meine, der ist ein Klassiker, der zum letzten Mal. Ja, ja, aber ich habe es noch geil, nicht aber beim Zähneputzen muss ich sagen, ja. Gut. Nein, und sonst ist wirklich, was ich gemerkt habe, der Schlaf ist so extrem entscheidend. Mm. Weil meistens ist es wirklich so, es kann mir so scheiße gehen und ich kann ganz schlimme Probleme haben. Weißt du, wo das Gefühl ist, die werden sich nie lösen. Mm. Ah. Kurzer Nap. Nap Valley. Jetzt gehst du einfach. Ich glaube, der eine von Moritz. Hure viele dumme Sprüche immer von Moritz. Definitiv. Nein, ich muss mal mit euch zusammen. Aber ich glaube, er eben auch von mir. Es ist so ein kleiner Gegen. Also jetzt haben wir es nicht mehr so viel gesehen. Ich habe gemerkt, wie du etwas, wie du es gesagt hast, habe ich den Moritz gehört. Schon, ja. Ja. Es gibt so ein paar Wörter, die ich von ihm nicht übernommen habe. Zum Beispiel so Gugus oder so. Er sagt Hure auf Gugus. Ja gut, er sagt
er sagt auch Guggen, er sagt die ganze Guggen, alles ist ein Guggen. Ja, ja, voll. Ich weiß bis jetzt nicht, was es genau so bedeutet. Ich glaube, eine Band oder so, ne? Ja, also ja aber es Guggen. Ist dann irgendwie auch, ich glaube, auch eine Bar ist schon eine Guggen gesehen, sure. Weißt? Ja, da bin ich in die Guggen reingelaufen und so, was machst du? Ja, ja, vielleicht hat es jetzt wieder ein bisschen abgenommen, weil man voneinander übernommen hat, aber ja. Wenn man so ein bisschen miteinander zusammenhängt und so, übernimmt man schon Zeugs von einem, ist schon witzig, ja. Also geil, ich übernehme gerne wieder mal etwas Neues von ihm. Napa Valley. Herrlich. Ja, aber eben, dann pennst du mal schnell und nachher sieht die Welt wieder anders aus. Auch geil, auf dem Kreis 4 ein bisschen Leute beobachten. Pöbel. Ja, geil. Geil. Da kommt jetzt der Schluss-Jingle. Ich könnte mal deine reinhauen. Soll ich deine als Abfall also ich habe dann deinen Podcast mit Moritz an ich reingelassen. Yeah. Und dann ist mir am Anfang aufgefallen, am Anfang ist der Jingle ist erst noch irgendwie so nach so 30 Sekunden. Yeah. Also, yeah. Machst du das immer so, oder was? Ja, es gibt immer so, bisschen halt so je nachdem wie lang, es gibt immer so ein Gelaber, bis ich mal da... Aha, dann lässt du wieder rein. Ja. Yeah. Okay, yeah. Okay, gut. Wir haben auch schon ganz kurze gehabt. Ich glaube, bei Lara Stoll ist es wirklich so, da geht glaube 5 Sekunden. Ja. Man muss so Soundcheck und sie 1, 2, 5 und dann ist es losgegangen. Geil. Es ist ganz unterschiedlich, aber wir haben bei der allerersten Folge haben wir noch nicht mal einen Jingle gehabt. Nicht, ja, ja, klar. Ist dann halt Stück für Stück hat sich das so entwickelt. Darum, ich glaube, bei uns ist auch ein bisschen vorgelabert jetzt, oder Christian? Ja. Vorgelabert ist immer gut. Ist doch gut. Ich finde einfach so crazy, da sehen die Leute das, wenn man da reinschaut und sich irgendwie 5-mal vor allen Winkel sieht und dann noch den Desktop von der Regie. Ja, darum habe ich gesehen, dass er auf Facebook siehst, der alte Schlawiner. Geil. Ja gut, Multitasking. Absolut. Boah, und du hast jetzt wegen der Sonne, merke ich erst jetzt, wie du so einen schönen Seitenschweif hast. Schau nochmal schnell. Ja, das ist... siehst du auf der einen Seite deine Haare? Ja, ja. Da, oder was? Die sind so schön hell. Ja, aber die sind eben auch blondiert, glaube ich. Das ist ein bisschen beschissen, ja. Die sind ein bisschen blondiert, ja. Aber die auch? Ja. Wahnsinn. Voll geil. Man ist eben so verrückt gesehen und hat mal alle Haare blondiert. Wow, crazy, man. Dann denkt ihr, fuck, man ist doch nicht 20. Ja. Hey, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Gleichfalls. Ich freue mich aufs Album. Ich habe schon von so vielen Menschen gehört, wie geil deine Shows sind. Und ich habe es leider noch nicht geschafft. Aber ich komme dann auf jeden Fall. Ich war schon einer von dir, aber es war nur kurz. Also eben dort, wo du... Fernsehaufzeichnung. Ja, genau. Ja, aber du bist nicht wegen mir gekommen. Doch. Sicher. Aber das ist klar, muss ich sagen. Und da, aber jetzt noch zum Abschließen, weil man sagt ja meistens, jetzt vorher, alles, was ich jetzt gesagt habe, tue ich wieder zurückstellen, weil ich habe gesagt, meistens ist es dann live glatter. Und dort habe ich dann, wo ich es nochmal angeschaut habe, im Ding, habe ich bei ihm gefunden, ja, okay, das funktioniert schon noch. Ja. Beim Schauen, vor dem Computer schauen, habe ich es mir dort fast geiler gefunden wie live. Das, frag mich nicht, wieso. Ich habe eine Behauptung, warum. Weil ich bei dieser Fernsehaufzeichnung der allererste gesehen bin. Ah. Von 2 Sendungen. Okay, ja. Das heisst, du hast nachher, nach dem Oben, hast du natürlich die Leute, die gegen den Schluss gesehen sind, hast präsenter. Die Stimmung ist auch viel besser. Das heisst, das innere Ohr hat sich auch ein bisschen an etwas gewöhnt. Mhm. Aber das innere Ohr ist natürlich, wenn du dann am Fernsehen schaust, viel weniger stark. Dort merkst du nicht gross, ob sie jetzt ein bisschen verhaltener noch lachen, weil es der Anfang von einer Show ist, als eine Stunde später, wo sie schon so ein bisschen weich gelacht sind. Oder? Und ich habe das Gefühl, das hat dort extrem etwas ausgemacht. Oder? Weil, das hat mir mal einer beim Quatsch Comedy Club in Berlin gesagt, wo ich dort Fernsehaufzeichnung gemacht habe, da habe ich gesagt, die Leute am Fernsehen, die merken keinen Unterschied, ob es ein guter oder ein schlechter Auftritt gesehen ist, solange es ein gewisses Level hat. Okay. Weil, also weißt du, was da oben raus schwingt, da muss dann schon sehr viel passieren. Mhm. Spannend, ja. Darum habe ich das Gefühl, es wegen dem gesehen. Okay, ja. Ja gut. Hey. So, Schluss, denk noch, haben wir noch Feedback in der Feedback-Runde ist eröffnet. Genau. Okay, nur schnell, genau, habe ich dir noch fragen. Wieso hat es dort so viel, wie ist das gegangen? Wieso hat es bei diesem Song immer so viele 80s-Referenzen drin? Also, was hast du vorhin erzählt? Einfach wegen Feedback. Ja. Ja, genau. Also gut, Pizza-Time. Also. Pizza-Time? Oh, the best. Ist so schlimm gewesen, dass nein, das Pizza wurde? Nein, voll nicht. Aber ich habe nicht richtig das Mittag gegessen. Merke. Oh shit, also. Danke vielmals. Danke dir, danke euch. Alles Liebe. Gleichfalls. Bis.